Er trägt sämtliche Produktionskosten von rund 1200 Euro. Wir sagen herzlich Danke und bitten um freundliche Beachtung. Artgerechte, gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. Bei Zoobedarf Hitzegrad finden Sie alles, um Ihren Liebling vollwertig zu ernähren. Hochwertige Zutaten, ausgewählte Rezepturen und wichtige Nährstoffe, dabei immer voller Geschmack. Nie war es einfacher, für Ihren Liebling exzellentes BARF in Bioqualität zu kaufen. Lassen Sie sich von unserer Erfahrung in unserem Online-Shop überzeugen. www.zoobedarf-hitzegrad.de. Dienstagabend, 20 Uhr, Hitzebad, Ihr BARF-Experte im Netz unter zoobedarf-hitzegrad.de, präsentiert Paul Brandenburg live. Heute mit dem Thema Diagnoseverdummung, Gesundheitspolitik als Waffe. Rufen Sie hier live im Studio an und diskutieren Sie mit. Unsere Nummer ist 030 für Berlin 577 14 802 und auch hier am unteren Bildrand immer eingeblendet. Von der Mahnung zum Händewaschen über Tipps, Wasser zu trinken, wenn es denn zu warm wird, weil Hitze eine Gefahr sei. Die Altparteien behandeln uns immer mehr wie Kleinkinder und gleichzeitig scheint es, treten sie selber so auf. Autoritär, erratisch und im Fall der Grünen scheinbar auch ohne Grundschulbildung. Das scheint System zu haben, denn selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach versucht mittlerweile, sich mit Infantilität zu tarnen und hat tatsächlich eine Kampagne gestartet mit dem Titel »Mit Hitze keine Witze«, allen Ernstes. Derweil feiert die AfD einen Erfolg nach dem anderen. 21% sind es jetzt nach Umfragen wäre Bundestagswahl. Es gibt viel Gesundheitspolitisches zu besprechen und ich freue mich sehr, dass er hier ist, um das zu tun. Martin Sichert, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD in der Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend, Herr Sichert. Ja, schönen guten Abend, Herr Brandenburg. Herr Sichert, in den letzten 3 Jahre scheint es in Deutschland, ist der Gesundheitsausschuss des Bundestages so eine Art geheimer Kommandostand der Regierung. Da die wichtigsten Dinge, die so stattgefunden haben in den letzten 3 Jahren, zumindest wenn es unsere Grundrechte betrifft, scheinen über diesen Ausschuss zu laufen. Erzählen Sie uns mal als einer, der in diesem Sanctum Sanctuarium sitzt. Ich kann es mir schwer vorstellen als Zivilist. Was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Also man diskutiert da in diesem Gesundheitsausschuss und was mich tatsächlich auch erschreckt hat, ist, dass viele Sachen von den Kollegen auch aus den anderen Fraktionen nur sehr oberflächlich gestreift werden. Also da wird sich gar nicht breitflächig informiert und geguckt, was gibt es alles so für Studien, was gibt es alles so für Datengrundlagen oder sowas, sondern es heißt, ja, da kommt jetzt beispielsweise die und die Position vom Paul-Ehrlich-Institut und dann wird das schon alles so stimmen. Und selber sich die Sachen so anzuschauen, diese richtige Kontrollfunktion, die das Parlament eigentlich haben müsste, die Regierung zu kontrollieren und zu gucken, läuft das alles richtig und so, war nie der Fall, sondern man hat sich eher immer so als verlängerter Arm verstanden und gesagt, okay, wir führen das aus, was die Regierenden gerne hätte. Das war schon unter Spahn so, das ist jetzt unter Lauterbach eigentlich noch viel schlimmer geworden. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass wieder da viel mehr Kontrollfunktion des Parlaments da ist. Und was ich mit Erschrecken sehe, ist ja dieses, das, was Sie am Anfang angesprochen haben, dass dort sehr stark auch die Einschränkung der Grundrechte gewesen ist. Man kann sagen, da war der Gesundheitsausschuss und die Gesundheitspolitik eine gewisse Blaupause in der Corona-Zeit. Da hat man geguckt, wie weit kann man gehen. Und jetzt sehen wir sowas, ich sage jetzt mal aus dem Wirtschaftsministerium, wie die Heizung Gesetzgebung und andere Themen, wo man ähnlich massiv in die Grundrechte rein will. Aber es hat ja immer irgendwie konstruierten Gesundheitsbezug. Ne? Egal, ob es Heizung ist, dann ist es Klima. Angeblich ist ja Klima dann der Gesundheitsfaktor Nummer eins. Dann irgendwie scheint immer Gesundheit damit reinzugehen. Ich mein, mit Hitze keine Witze, mit allen Ernstes. Man fühlt sich doch behandelt wie ein infantiler, wie auch immer, oder wie ein geistig Behinderter, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu sagen. Aber da, wie ist das im Gesundheitsausschuss? Sitzen Sie da und protestieren Sie dann und sagen, das kann nicht wahr sein, wie Sie mit uns umgehen? Oder muss ich mir vorstellen, dass doch, das definitiv wird von der definitiv, also wir diskutieren ja da sehr heftig und bringen da immer wieder auch diverse Punkte dann auch aufs Tableau. Man sieht es ja auch in den öffentlichen Anhörungen, die wir zu den verschiedenen Themen haben, dass da teilweise sehr die Meinungen auch aufeinander prallen und so. Aber diese leben wie im Elfenbeinturm. Also in vielen Bereichen ist dieser Bezug zur Realität nicht so da, wie man ihn sich, sage ich jetzt mal, so draußen vorstellt. Aus den Parlamentsdebatten, die man sehen kann, bei Phoenix beispielsweise, sehen wir ja, was passiert, wenn ein Vertreter der AfD spricht. Also dann ist ja in der Regel keine inhaltliche Auseinandersetzung da, sondern es wird gebuht, es wird sich abgewandt. Ist das anders in den Ausschüssen, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei ist? Ist da mehr tatsächlich Diskussion oder werden Sie da ähnlich abgekanzelt? Also da werden wir nicht ausgebuht oder weniger. Und da ist aber dann mehr ignorieren.
angesagt, sage ich jetzt mal so. Also das ist, das, was in der Öffentlichkeit, in der Plenardebatte stattfindet, ist ja ein relativ starker Schlagabtausch. Und das, was in den Ausschüssen stattfindet, da ist es, geht es deutlich ruhiger zur Sache. Aber wir erleben tatsächlich als AfD, dass wir in vielen Bereichen oder dass die anderen Parteien versuchen, unsere Positionen dort zu ignorieren. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, wir haben tatsächlich ja auch durchaus einige Sachen auch bewirkt, Umdenken mal bewirkt, Leute mal zum Nachdenken gebracht durch kritisches Nachfragen und so. Und es ist ja beispielsweise auch gelungen, dieses Thema der Impfpflicht abzuwenden, indem wir es geschafft haben, im Gesundheitsausschuss die Union auf den Trichter zu bringen, dass sie von der Ampel eigentlich auch nur benutzt wird. Und das ist tatsächlich im Gesundheitsausschuss gelungen, hinter den Kulissen. Da ist Folgendes passiert. Da gab es damals ja diese Geschichte mit der BKK Provita und den Zahlen, wo es dann hieß, ja, wir schätzen, dass so 2,5 bis 3 Millionen irgendwie Menschen unter Impfnebenwirkungen leiden. Vielleicht kurz noch eine Wiederholung für die, die sich nicht ganz erinnern. Mhm. Das ist damals unter der Ägide des damaligen Vorsitzenden der BKK Provita herausgekommen. Mhm. Der Herr musste dann gehen, er ist gegangen worden. Man hat Herr Schöffbeck wurde gegangen, nachdem er 20 Jahre Vorsitzender dieser Krankenkasse gewesen ist. Und der hat gesagt, ich sehe so viele Impfnebenwirkungen, ich übergebe das mal einem Statistiker, damit das entsprechend analysiert. Das war dieser besagte Tom Lausen, von dem man jetzt immer mal wieder auch verschiedene Sachen hört, der auch ein Buch über diese Corona-Zeit geschrieben hat und so weiter. So, und dann ging es darum, dass wir gesagt haben, okay, diese Sachen sind jetzt alle in der Welt und man hat diesen Herrn Schöffberg ja auch geschasst, damit es nicht zum Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut gekommen ist. Mhm. Weil das Paul-Ehrlich-Institut, das muss man dazu wissen, das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Institution, wenn die einen Verdacht irgendwo kriegt, dann muss die dem nachgehen. Also haben wir im Bundestag dann, im Ausschuss haben wir regelmäßig auch diese Regierungsinstitutionen, wie das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut, haben dann da nachgefragt und haben gesagt, wie schaut es denn aus? Was macht ihr denn jetzt? Die Zahlen sind ja in der Welt und dann haben sie gesagt, ja, und wir gehen dem nach und wir sprechen mit dem Gesamtverband der Versicherer und da führen wir Gespräche auf oberster Ebene und dem wird richtig nachgegangen. Hm. Und wir werden das analysieren und bis ins Letzte und gucken, ob da was dran ist oder nicht. Wir gehen davon aus, dass nichts dran ist, aber wir werden dem nachgehen. Das war die öffentliche Aussage die im Ausschuss getätigt haben. Deren Pech war nur, dass wir 2 Wochen später den Gesamtverband der Versicherer im Ausschuss hatten. Und dann haben wir den Gesamtverband, also ich habe dann damals den Gesamtverband der Versicherer gefragt und habe gesagt, wie schaut es denn aus? Die wussten von nichts. Genau, die haben von nichts gewusst. Und daraufhin war helle Entsetzung bei der Union, weil die gesagt haben, um Himmels Willen, die spielen hier mit uns, die erzählen uns ja einen vom Pferd. Und das ist was ich sage jetzt mal, ein Abgeordneter von der Union, die meisten von den Unionsabgeordneten sind ja direkt gewählt. Das heißt, wenn der irgendwie zum Hasenzüchterverein kommt, wenn der zur Feuerwehr kommt, wenn der zum Bürgermeister kommt, zum Landrat, das ist ein kleiner König. Mhm. Der wird überall wie ein kleiner König behandelt. Und da hat er jetzt plötzlich einer, der dreht ihm eine lange Nase und sagt, Ellebätsch, wir erzählen euch alles, was wir wollen. Und das haben die nicht gerne, das kriegen die mit einem eigenen Emo nicht. Und dann haben die gesagt, nee, da machen wir nicht mehr mit. Mhm. Und dann kam von der Union zu sagen, okay, wir machen jetzt richtig Opposition. Und obwohl die 16 Ministerpräsidenten das alle wollten, obwohl es der Bundeskanzler wollte, die Impfpflicht, haben die dann gesagt, okay, wir machen jetzt dann diese Thematik mit dem Impfregister. Und damit war eine entscheidende Masse raus. Und dann sind letztlich die ganzen Anträge zur Impfpflicht und Impfregister, haben alle keine Mehrheit gefunden, sodass es effektiv gescheitert ist. Und ich bin heilfroh darum, weil das wahrscheinlich die Lebensweise zumindest von 10.000 Menschen, wenn nicht mehr, in Deutschland gerettet hat. Da sind Sie nicht der Einzige. Wir hören uns mal an, was ein Anrufer vor der Sendung gesagt hat. Nämlich Piet aus Bremen hat angerufen und das geht auch sehr in die Richtung von dem, was Sie gerade berichten. Bitte, Piet aus Bremen. Ja, hallo, hier ist Piet aus Bremen. Erstmal vielen Dank, Herr Sichert, für Ihren wahnsinnigen Einsatz zur Impfpflichtdebatte, die ja Gott sei Dank nicht gekommen ist. Ich möchte mal sagen, ARD und ZDF haben sich gerade in der Hochzeit der Impfpflichtdebatte auch keinen guten Eindruck gemacht. In Talkshows wie Anne Will oder Frank Plasberg wurde wirklich ja zur Impfpflicht aufgerufen, die Leute zur Impfung regelrecht gedrängt. Jetzt im Nachhinein ist das alles kein Thema mehr. Die große Verantwortung, die die hatten, mein Körper gehört mir, was ich mache, bestimme ich. Wenn ich im Endeffekt nachher einen Schaden durch irgendwas habe, hilft mir kein Anne Will oder kein Frank Plasberg jetzt. Wo sind die jetzt? Wo, wenn man jetzt um Schaden kämpft, steht man alleine da. Das ist genau der Punkt. Ich bin für mich selbst verantwortlich und ich entscheide, was ich mir in meinem Körper Gutes oder eventuell auch Schlechtes antue. Tja, wir können nicht ausschließen, dass das ein Mitglied Ihrer Partei war, irgendein Wahlhelfer, aber das ist ein echter Höreranruf, ein flammendes Plädoyer und ein Dankeschön eines Hörers, auch das soll vorkommen. Das hat viele Menschen stark bewegt, das ist jetzt mit Ihrem Namen verbunden, Sie haben sich als Politiker damit profiliert, das ist ja durchaus legitim. Aber die Frage, die für mich auch da schon drinsteckt, ist, oder die Aussage, es geht im Kern um Eigenverantwortung, es geht darum, die sind zu weit gegangen, die haben Bürgerrechte angegriffen. Das ist ja eigentlich, das sage ich als Arzt, hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun. Wo ging es hier wirklich um Gesundheit? Widersprechen Sie mir, das ging ja im Prinzip um ein Selbstverständnis,
der Eigenverantwortung, oder? Und es geht nicht um Gesundheit, sondern es geht darum, die Bürger in, ich sage jetzt mal, in eine gewisse Angst, in eine gewisse Panik zu versetzen, zumindest in einen großen Teilbereich, um die Leute lenken zu können. Das sehen wir ja auch bei dieser ganzen Klimadebatte, wo man den Menschen sagt, und da gibt es ja wirklich viele Jugendliche und Kinder und sowas, die Angst haben. Klimaangst nennt das öffentlich. Also die nennen sich ja letzte Generation. Also ja. Letzte Generation, zum Glück haben jetzt erste von denen auch schon wieder Kinder, das ist also doch nicht die letzte Generation. Aber die sind, lassen sich das noch das sind, sterilisieren. Ja, aber das sind echt Leute der Auffassung, dass sie glauben, dass die Welt untergeht, ja. Jetzt in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Die haben wirklich Existenzängste, Untergangsängste. Und das hat man mit Corona ja auch gemacht. Da hat man ja auch den Kindern gesagt, ja. Wenn ihr Oma und Opa trefft, bringt ihr die um und was weiß ich was. Und das sind diese Ängste, mit denen man spielt. Das ist jetzt auch dieses Thema mit der Hitzewelle, wo man jetzt auch wieder den Leuten versucht, irgendwie Angst zu machen. Zwischendurch hatte man versucht, also was wir im Gesundheitsausschuss jetzt auch schon alles erlebt haben, von der Affenpocken über die ja. Geflügelpest, die wir schon jetzt tatsächlich wieder mit drin hatten, wo man immer festgestellt hat, ja, irgendwie die Bevölkerung springt nicht mehr drauf an. Und ich bin heilfroh, dass die Menschen nicht mehr drauf anspringen, weil die Politik eigentlich nicht die Aufgabe hat, die Menschen zu verängstigen, sondern die Politik müsste eigentlich die Aufgabe haben, den Menschen ein möglichst vernünftiges und gutes Leben zu ermöglichen. Und jemand, der in Angst lebt, der ist von Panik getrieben, der hat Stress, der hat kein gesundes, gutes Leben. Ich kann Ihnen da ernstlich nur zustimmen. Und die Frage, die sich dann auch direkt anschließt, und da würde ich den nächsten Hörer direkt einlassen, nämlich Robert, der Anruf sagen ist, was hat denn die AfD dann gesundheitspolitisch vor, um genau dem zu begegnen? Habe ich das jetzt richtig verstanden, Robert, was ich da so als Notiz bekommen habe? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, bin ich dran? Ja, Sie sind dran, deswegen. Wunderbar. Ja, es ging mir halt um die Frage, wie kann man sozusagen diesen Irrsinn, weil ich stoße jetzt gerade ins gleiche Horn, also jetzt sitzt ein Karl Lauterbach da und erzählt irgendwas von Hitzetoten bei 35 Grad und so ein Kram. Wie kann man sich denn, ja, also wir hatten vorher Corona und man merkt es ja, es wird sozusagen, die eine Sache wird genommen und wir probieren sozusagen die andere Sache irgendwo draufzusetzen, um nochmal irgendwie einen Lockdown zu machen. Und jetzt sind wir bei 35 Grad, was früher ein schöner Sommer war. Und heute ist es eigentlich, ja, also es ist die Katastrophe, die Erde brennt und ja, es ist einfach nur, ja, ich sag's mal so, Bullshit. Hitze keine Witze, sagt der Lauterbach dazu, ja. Robert, vielen Dank. Ja, wir genau, haben Wir haben so ein klein bisschen Verbindungsstörung in Ihrem Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt. Im Zweifelsfall natürlich bei uns. Aber ich glaube, die Grundfrage ist... Im Zweifelsfall bei mir. Ich bin hier irgendwo am ADW. Dann haben wir aber verstanden, worum es geht. Vielen Dank für Ihren Anruf. Gruß an den ADW. Ja, genau. Ja, also der Hörer stimmt zu und sagt, das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Was kann man denn nun also tun, um dem wieder vorzubeugen? Wir haben ja jetzt mit WHO-Pandemievertrag, wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz ja die ganzen Folterinstrumente weiter auf dem Tisch. Was sagt die AfD da ganz klar? Aufklärung. Die Dinger wieder also das die wichtigste und die mächtigste Waffe dagegen ist Aufklärung. Die Menschen darüber aufzuklären und den Menschen auch klar zu machen, dass Politik jeden betrifft. Wir haben eine sehr große Politikverdrossenheit bei uns im Land und die ist auch durch diese politischen Themen passiert. Also man hat ja mit diesen Ängsten auch die Menschen gespalten. Das ist ja etwas, was eigentlich der Regierung zugute kommt. Weil wenn ich die Bevölkerung spalte, wie beispielsweise bei Corona, dann kann ich sehr gut ausfiltern in die Menschen, die dem ganzen Druck nachgeben, die das Ganze mitmachen, die als Mitläufer sind oder die vielleicht sogar selbst aktiv mit als Treibende unterwegs sind. Und die kann ich sehr gut trennen, indem ich ihnen erzähle, alle anderen sind böse Corona-Leugner, die gefährden euer Leben. Das ist die letzten 3 Jahre geschehen. Und so weiter. Kann ich die Bevölkerung wunderbar spalten. Und zwar kann ich sie spalten dahingehend, dass die Mitläufer von denen, die tendenziell sich auch weiterflächig informieren, die nicht unbedingt alles glauben, die alles hinterfragen, die viele Dinge nachkontrollieren, dass ich diese Menschen voneinander trenne. Und das ist eigentlich was einer Regierung relativ gut zu Pass kommt. Hm. Nur, so wie ich das jetzt sehe, ist die Bevölkerung ist irgendwann müde. Also es ist irgendwann so, dass die Leute nicht mehr können. Und man versucht die Leute ja von einer Panik in die nächste zu treiben. Und das ist das, was wir jetzt momentan sehen, was sich auch in den 21% AfD manifestiert, wo die Leute jetzt irgendwann sagen, lass doch mal die Kirche im Dorf. Also würden Sie die 21% eher der schlechten Arbeit der Regierung zusprechen, ja, als der guten Arbeit der AfD? Ja. Ja, also klares Geständnis, überraschen Sie mich ein kleines bisschen. Ich hätte das von einem Politiker erwartet. Sind wir offen, sind wir ehrlich, schauen wir uns die Realität an. Die Realität ist, dass wir als AfD, ich sage mal, politische Positionen vertreten, die in den meisten Ländern der Welt mehrheitsfähig sind oder die Mehrheit sind. Also ob das jetzt bei der Zuwanderung ist, ob das jetzt bei der Energiepolitik ist, ob das in ganz, ganz vielen Bereichen.
Und um damit darüber nicht diskutieren zu müssen, über diese politischen Positionen, hat man versucht, diese politischen Positionen und die AfD insgesamt extrem zu stigmatisieren und damit eine hohe Hürde für die Menschen aufgebaut, sich mit der AfD zu beschäftigen oder die Menschen als, ich sage jetzt mal, als Corona-Leugner, Klima-Leugner und was weiß ich was alles, genau, zu diffamieren. Und das ist so exzessiv gemacht worden, dass heutzutage irgendwie jeder, der sich in irgendeiner Weise oppositionell stellt, ist ein Leugner von irgendwas, ist ein, wie Sie jetzt auch schon sagten, Nazi, was weiß ich was. Und die Leute sind das einfach leid und sagen, jetzt langt's. Ich möchte nicht irgendwie, ich habe keine, beispielsweise jetzt bei der Heizungsgeschichte, das ist das, was bei vielen Leuten momentan aufschlägt, ich habe keine 30.000 oder 200.000, um mein Haus zu sanieren, keine 30.000 für eine neue Heizung. Geht nicht, ihr geht mir an mein Eigentum. Oder die Geschichten jetzt mit Lauterbach irgendwie, wo die Leute jetzt sagen, also letztes Jahr habt ihr noch die alten Leute in den Altersheimen gezwungen, Maske zu tragen. Die Kinder mussten im Hochsommer in der Schule mit Maske rumsitzen. Ja, die haben geschwitzt. Die hatten schwer Luft gekriegt und jetzt erzählt er uns plötzlich was von Hitze und wir fliegen aber jeden Sommer nach Italien, in die Türkei, nach Griechenland, um da Urlaub zu machen. Da ist es viel wärmer als bei uns. Also für Ihre Interpretation spricht ja auch dann gleichzeitig der Absturz der Beliebtheitswerte von den ehemals beliebten grünen Politikern. Also wenn wir mal bei der Theorie bleiben und sagen, es ist die handwerklich wahnsinnig schlechte Arbeit der Grünen, vor allem der SPD, die dann kommt. Es reicht ja nicht aus AfD-Sicht. Oder man würde ja erwarten, dass die Parteien sich dann auch bemüht, das Ganze zu untermauern mit eigenem Pro, also mit dem eigenen akzeptiert werden. Sie haben die Spaltung selber schon angesprochen. Auf Seiten dieser Parteien können wir davon ausgehen, die AfD ist Paria. Da muss die Brandmauer hoch. Herr Maas hat sich völlig eingemauert in seiner... Haben wir jetzt mit Sonneberg eine Woche lang wunderbar erlebt. Der ist der erste Landrat der AfD gewählt worden. Eigentlich eine Position, muss man sagen, ohne das abschätzig, aber es ist eher ein Funktionsbeamtentum. Das ist kein Kaiser, der dort regieren kann, wie er möchte. Es ging tagelang durch die Presse, dass das der Kulturbruch par excellence sei. Also es sieht ja nicht so danach aus, dass da Zusammenarbeit nun langsam von der Seite möglich wäre. Was ist denn Ihr Ansatz als Partei zu versuchen, trotzdem die Skeptiker anzusprechen und nicht nur davon zu leben, dass die Bürger genug haben. Ja, wir bringen ja immer wieder unsere Inhalte und unsere politischen Positionen rein und wir sehen auch, dass die Arbeit, die wir machen, fruchtet. Also, wenn ich mir anschaue, beispielsweise, einfach mal Wahlanalysen, offizielle. Landtagswahl in Niedersachsen hatten wir 11% als Partei und 20% aller Wähler, also aller diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, haben aber gesagt, die AfD macht eine gute Gesundheitspolitik. Das ist einfach das, worauf wir setzen, dass wir sagen, okay, wir gehen diese ganzen Themen an, wir gehen die Probleme an, auch das, was vorhin beispielsweise in diesem Anruf angesprochen worden ist, zu sagen, wir sind jetzt hier Impfgeschädigte und wir fallen überall hinten runter, wo wir jetzt seit Monaten schon sagen, wir müssen viel mehr tun, um diese Impfgeschädigten irgendwie mit ins Visier zu nehmen. Wir wissen, da draußen sind Hunderttausende oder Millionen von Menschen, die schwere Nebenwirkungen haben in verschiedensten Ausprägungen, denen muss geholfen werden, die brauchen auch entsprechende finanzielle Unterstützung, weil viele von denen nicht mehr arbeitsfähig sind und so weiter und so fort. Ist und bisher durch Rechtsverordnung verhindert, da stimmen Sie zu. Also es ist umstritten in der Juristerei, ob das jetzt rechtlich so ist zwingend, aber viele Anwälte oder viele Jura-Experten sagen ja, da müssten jetzt Gesetzesänderungen kommen, damit effektive Entschädigung stattfinden kann. Legt die AfD sich fest und sagt, ja, da muss Entschädigung her von Staatsseiten für die Impfung? Natürlich muss da Entschädigung her von Staatsseiten, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, weil es ist ja der Staat, der die Menschen zu dieser Impfung genötigt hat. Also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, naja, wir haben hier was und kannst du mal machen oder auch nicht, sondern man hat ja gesagt, ihr habt euch zu impfen. Es sind ja aber Millionen oder Hunderte von Millionen in Werbekampagnen geflossen, um entsprechend diese Impfung zu bewerben. Man hat die Menschen genötigt mit Regelungen wie 2G. Also ich habe selber ja auch 3 Monate in Berlin in meinem Büro geschlafen, weil ich selber auch nicht geimpft bin und mit 2G alles dicht gewesen ist, wenn du nicht geimpft gewesen bist oder nicht genesen gewesen bist. Wir haben massiven Druck gehabt. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Ja, im Gesundheitswesen sind viele Menschen auch aus dem Beruf gedrängt worden mit der Impfpflicht. Bei der Bundeswehr haben wir immer noch die Impfpflicht. Und das ist schon ein massiver Druck, den der Staat aufbaut. Und wenn der Staat so einen massiven Druck aufbaut und die Menschen zu einer gewissen Handlung nötigt, dann muss der Staat auch für daraus entstehende Schäden aufkommen. Klare Festlegung. Aber gehen wir mal Butter bei die Fische. Das ist eine klare Aussage zu dem entstandenen Schaden. Und wie sieht es in der Gesundheitspolitik aus? Was ist denn dann das Kernkonzept der AfD in der Gesundheitspolitik? Wir haben ja heute die Situation, Herr Lauterbach beschwert sich oder erklärt sich auch selbst so nicht verantwortlich dafür, dass in den Apotheken Medikamente fehlen, angeblich aus Lieferknappheit. In den Krankenhäusern fehlen dann die Betten. Alles Themen, die wir schon lange haben, wenn man sich schon länger mit Gesundheit
Gesundheitspolitik beschäftigt, weiß man, fällt nicht vom Himmel. Was ist der Ansatz der AfD da? Wir sehen von der Ampel wenig Neues zur Gesundheitspolitik. Erhöhung der Kassenbeiträge immer und immer weiter. Was sagt die AfD? Also verschiedene Bereiche. Wenn wir bei den Arzneimitteln beispielsweise sind, wo wir sagen, wir haben jetzt inzwischen 80% der Wirkstoffproduktion, die in China oder in Indien läuft, weltweit. Das war Anfang der 2000er, war noch mehr als die Hälfte der Produktion innerhalb der Europäischen Union, wo wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass diese Unternehmen auch entsprechend wieder zurückkommen, dass wir entsprechend auch mit finanziellen Anreizen dafür sorgen, dass es für Unternehmen lukrativ ist, hier in Deutschland zu produzieren. Dann beispielsweise die ganze Thematik mit dem Pflegemangel, wo wir sagen, wir müssen deutlich runter mit der Bürokratie. Ja, wir haben ein Viertel aller Pflegekräfte, die mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie sich beschäftigt. Und wir haben viele Leute, die beispielsweise auch im Pflegebereich in die Schweiz gehen oder in andere Länder, weil sie sagen, okay, da habe ich wirklich noch mehr Zeit meiner Arbeitszeit, wo ich mich wirklich dem Beruf widmen kann, den ich da habe. Weil es da auch Pflegeschlüssel gibt. Das heißt, übersetzt, da ist festgelegt gesetzlich, pro kranke Menschen muss es mindestens so und so viel Pflegepersonal auch geben. Wir haben also Zustände auf deutschen Intensivstationen, wo eine Krankenschwester, ein Pfleger sich um 6 vielleicht Intensivpatienten muss. In der Schweiz ist das dann begrenzt bei 2. Ist sowas ein Gedankenspiel der AfD, da gesetzliche Vorgaben zu machen? Da wird schon lange über diskutiert. Ja, also wir müssen aber erstmal das Personal irgendwo auch mal herhaben. Und wir müssen dafür sorgen, vor allem in Deutschland, dass das Personal, was wir hier haben, dass das nicht das Land verlässt. Wir reden immer über Migration und wir reden bei der Migration viel zu wenig über das Thema, dass wir jedes Jahr Hunderttausende wirklich gut Ausgebildete, und das sind meistens die am besten Ausgebildeten, die wir hier haben, die das Land verlassen, weil die irgendwo auf der Welt auch woanders sich eine Existenz aufbauen können. Physiotherapeuten. Dass die Steuer- und Abgabenbelastung viel zu hoch ist, dass die Bürokratie in Deutschland viel zu hoch ist und so weiter. Und da müssen wir deutlich runter bei diesen ganzen Geschichten, damit wir die qualifizierten Leute erstmal hier halten. Und der Ansatz, den die Regierung fährt, ist meines Erachtens katastrophal zu sagen, ja, dann fahren wir mal nach Brasilien und fahren wir mal nach Venezuela und dann schauen wir, dass wir irgendwo aus der Welt irgendjemanden herkommen und dann ist plötzlich der Arzt im Krankenhaus, ist dann plötzlich irgendwie Integrationsbeauftragter nebenbei noch mit, ist Übersetzer nebenbei noch mit. Und Qualitätsmanager? Es ist eine Katastrophe, okay. Weil das ist dann auch wieder was, wo er seine Arbeitszeit nicht dem Beruf widmen kann, den er eigentlich ausgebildet ist. Mich müssen Sie nicht überzeugen, ich habe das selber mal mitgemacht damals, aber Frage da oder Hand aufs Herz. Das Gesundheitssystem ist, wenn man da drin steckt, ich sage das als einer, der rauskommt, aus meiner Sicht das korrupteste mit, was wir in Deutschland haben als Wirtschaftssystem, ist ein vollkommen abgespaltener Wirtschaftsfaktor, das 11% des Bruttoinlandsproduktes, das im Gesundheitswesen umgesetzt wird, mittlerweile 300 Milliarden Euro jedes Jahr, eine unvorstellbare Summe, die sich zu einem Großteil selbst verwaltet. Der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss, das ist eine Art Nebenparlament mit einem Nebenkanzler und Nebenministern, die wenigsten Menschen wissen von der Existenz dieser Person. Sie kennen die sicherlich gut. Muss da an die Struktur rangegangen werden? Braucht es dann nicht von Grund auf neue Strukturen? Weil aus meiner praktischen Erfahrung ist da nichts zu reformieren. Ja, definitiv müssen wir da rangehen. Also wir müssen an diese ganzen Strukturen rangehen. Aber das ist immer die Frage dessen, was kann ich jetzt mittel- und kurzfristig lösen und was kann ich langfristig lösen? Also wenn ich mir anschaue, beispielsweise Thema Medikamentenmangel. Medikamentenmangel ist beispielsweise in Deutschland viel schärfer, weil wir hier dieses System der Rabattverträge haben und so weiter. Das muss man kurz erklären. Die Krankenkassen schließen also hier zwangsweise sozusagen Verträge ab mit Herstellern, verpflichten dann die Hersteller, beispielsweise ein Kopfschmerzmittel, des Wirkstoffes X zu einem bestimmten Preis zu liefern. Und dann nutzen die Kassen ihre Marktmacht, um das an den Rand sozusagen der Profitabilität für die arme Pharmaindustrie ein bisschen ironisch zu drücken. So grob, ja. Und das hat noch einen zweiten Haken, nämlich, dass nicht alle Hersteller mit allen Krankenkassen solche Verträge abschließen, sondern das dann wiederum dazu führt, dass beispielsweise bei der Apotheke, wenn ich jetzt 8 verschiedene Hersteller für entsprechende Medikamente habe, die Krankenkasse aber nur mit 3 einen Rabattvertrag hat und wenn ich dann mit meiner Krankenkassenkarte hinkomme und der Arzt hat mir da was verschrieben und von den drei Herstellern gibt es gerade momentan nichts, dann sagt die Krankenkasse, naja, sagt der Apotheker, ich kann dir aber nichts von den anderen geben, die ich da hätte, weil da kriege ich von der Krankenkasse nichts erstattet. Also das ist ein riesen bürokratischer Aufwand wieder. Wir müssen da von der Bürokratie wieder deutlich runter. Wir müssen dafür sorgen. Wie? Das ist doch genau das Problem. Wir haben eine Riesenanzahl an Krankenkassen, die jeweils einen eigenen Verwaltungsrat haben, einen eigenen Vorstand und was weiß ich was. Das ist ein Thema, an das wir rangehen müssen, wo wir sagen müssen, braucht es diese große Reichweite? Ja? Macht es überhaupt Sinn beispielsweise, dass die Krankenkassen viel Geld in die Hand nehmen, um Werbung im Fernsehen zu schalten, um Werbung im Radio zu schalten? Ist das eine Aufgabe einer Krankenkasse oder ist die Aufgabe einer Krankenkasse nicht vielmehr, sich wirklich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern? Müssen wir die Mittel dafür nicht einsetzen?
wir müssen auch wegkommen von dieser massiven Wirtschaftsorientierung. Ja, Sie kriegen, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, irgendwie Beinoperationen besonders gut vergütet werden in Krankenhäusern, dann steigen die plötzlich an, da gibt es entsprechende Entwicklungen, weil inzwischen die Controller da in großen Bereichen übernommen haben. Und wir müssen uns fragen, ist das das, was wir wollen? Wollen wir das Gesundheitssystem als ein Wirtschaftssystem haben, wo es darum geht, dass entsprechend Gesundheitskonzerne Profite erwirtschaften? Oder wollen wir das Gesundheitssystem als etwas haben, wo wir sagen, da haben wir ein System, wo es darum geht, dass die Menschen möglichst, ich sage jetzt mal, wirklich gesund leben und nicht die Krankheit zu verwalten mit möglichst viel Profit? Das heißt im Kern aber, wenn ich das mal übersetze für die Nicht-Gesundheitspolitiker, weil das wirklich, man kann es sich schwer vorstellen, das ist mit das abgetrennteste und entkoppelste Politikfeld, kann man sagen, so in seiner Abgeschlossenheit. Mhm. Was Sie hier im Kern sagen, wenn das denn so gemeint ist, hieße, Sie legen sich im Prinzip mit dem bestehenden System vom Grund auf an und sagen, das muss aufgebrochen werden. Wir müssen also die Regeln, nach denen das System sich selbst verwaltet, hier verändern. Denn derzeit, korrigieren Sie mich, liegt die Macht im Gesundheitssystem nicht im Bundestag und nicht im Gesundheitsministerium, sondern sie liegt im gemeinsamen Bundesausschuss, liegt bei der Selbstverwaltung. Deswegen die Gretchenfrage, soll die Selbstverwaltung grundsätzlich bleiben oder wollen Sie die Macht über das Gesundheitssystem ins Parlament und zur Regierung ziehen? Es ist eine schwierige Frage. Also wir wollen natürlich schon, dass die Akteure müssen deutlich stärker eingebunden werden. Wir erleben ja momentan, es gab dieses elementare Video von Karl Lauterbach beim Ärztekongress. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, wo er ausgebuht wurde und wo man auch dann der Chef gesagt hat, der Herr Gassen hat dann gesagt, irgendwie, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Deswegen herzlich willkommen, Herr Lauterbach. Also das war schon ein sehr scharfer Angriff eigentlich. Das war auch Herr Reinhardt, nicht böse gemeint, aber ich glaube, es war Herr Reinhardt, der das sagt, der Chef der Bundesärztekammer, der dann auch sagt, er ist kein Arzt. Der ist zwar nominal ein Arzt, aber er ist kein Arzt. Aber das, also das ist natürlich schon etwas. Und die dann auch sagen, und das erleben wir ja im Parlament auch, wir bekommen hier irgendwie, ich erinnere mal ans Infektionsschutzgesetz, das war die erste Dings vom Infektionsschutzgesetz, die ich mitbekommen habe, das war Ende 2021. Und dann hat man der Gesundheitsausschuss angefangen. Und das war der einzige Tagesordnungspunkt, war Infektionsschutzgesetz, Änderung des Infektionsschutzgesetzes und wir haben nichts vorliegen. Und eine Dreiviertelstunde später, also es hieß dann die ganze Zeit, ja, wir sind im Zulauf. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir nichts vorliegen haben, ist die Tagesordnung hiermit beendet, treffen wir uns mal anders wieder. Und dann, nee, das ist im Zulauf, Und eine Dreiviertelstunde später haben wir dann gekriegt und dann sollten wir da bitte binnen einer halben Stunde über die Änderungen abstimmen. Im Infektionsschutzgesetz haben wir gesagt, nee, so geht's nicht, also wir brauchen da entsprechend mehr Zeit und so weiter. Und so läuft es ja auch mit den Verbänden. Ja, die Verbände sind früher eingebunden worden, diese ganzen Akteure sind eingebunden worden, die Apotheker sind eingebunden worden, die Ärzte sind eingebunden worden, die Patientenvertreter sind eingebunden worden, damit man einfach auch mal kontrolliert, ist das, was wir wirklich politisch machen, hat das eine Relevanz und kann das in der Praxis wirklich umgesetzt werden? Und heutzutage funktioniert diese Einbindung so, dass die, keine Ahnung, um 1 Uhr in der Nacht kriegen die das Ding vorgelegt und sollen bis um 10 Uhr dann bitte eine Stellungnahme zu einem ausführlichen Gesetzesentwurf mit mehreren Dutzend Seiten bringen. Das ist völlig utopisch. Da sagen auch Rechtspolitiker und ganz anderen Bereichen der Politik, dass da scheint ja der Wahnsinn System zu haben. Das kann nicht ganz ungewollt sein von Regierungsseiten, dass man eben das Stimmvieh, das Abstimmungsvieh an Parlamentariern mal schnell durchprügeln lässt, was von oben vorgegeben wird. Denn in dieser kurzen Zeit kann ja nichts gesehen werden. Also würden Sie da auch Absicht unterstellen oder sagen Sie, das ist einfach, das hat sich... Ja, definitiv. Also definitiv, weil wir sehen auch, dass da viele handwerklich schlechte Sachen laufen. Also wenn ich mir anschaue, beispielsweise, dass man im Rahmen der Pflegereform, des Pflegereformgesetzes, hat man mal eben, ich gehe davon aus, dass es aus Versehen passiert ist, hat man mal eben eine Regelung eingeführt für die Notaufnahmen und für die Notdienste, dass die nicht mehr an einen normalen Arzt überweisen dürfen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Lauterbach ständig propagiert, dass man sagt, wir müssen diese Notaufnahmen und die Notdienste und sowas entlasten. Hm. Aber es gab keine Kontrolle des Ganzen, weil das Parlament die Sachen so kurzfristig bekommen hat, und das sind ja dann Gesetzesentwürfe, also die haben dann, keine Ahnung, 80 Seiten, 100 Seiten, 150 Seiten. Hm. Sich da in die ganzen Details durchzulesen, da brauchen Sie eine gewisse Zeit. Aber wieso sagen Sie dann, es ist nicht Absicht? Ich würde im Gegenteil unterstellen, das ist Absicht. Das ist ein System der Korruption, das ist ein Zusammenhang. Nein, dieser Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, war keine Absicht. Sondern der zeigt einfach, es fehlen die ganzen Kontrollmechanismen. Und da wird so etwas, was wäre früher aufgefallen, hätte man gesagt, okay, da müssen wir noch nachbessern. Aber das will man nicht. Also man will diese Kritik aus der Opposition nicht haben, deswegen bringt man sie mal ganz kurz vorher rein. Wir erleben es ja jetzt auch wieder bei dem Heizungsgesetz, da gibt es ja jetzt sogar die Verfassungsklage. Und wir haben es beim Infektionsschutzgesetz, da haben sie es par excellence exerziert. Also beim Infektionsschutzgesetz lief es regelmäßig so, ja, dass wir nicht gewollt, dass wir die Sachen erst bekommen haben, entweder direkt vor Beginn der Ausschusssitzung oder sogar noch nach der Ausschusssitzung, also nachdem die Ausschusssitzung, also in der Ausschusssitzung, aber nachdem sie begonnen hatte, schon
bereits, dass uns da erst die Änderungsanträge vorgelegt wurden. Und da kann dann auch keine genaue Analyse mehr dann davon stattfinden. Und das ist alles politisch so gewollt. Man möchte damit sozusagen den Widerstand dagegen so klein wie möglich halten. Und natürlich kann ich auch als Oppositionspolitiker, tue ich mich schwer, vernünftig gegen was zu argumentieren, wenn ich es nicht vorliegen habe und wenn ich auch praktisch keine Möglichkeit habe, mich mit Sachen intensiv zu beschäftigen, weil ich nur eine halbe Stunde habe oder eine Stunde habe, und dann muss ich mich festlegen, wie ich da dazu abstimme. Viele grundsätzliche Probleme, die auch, wir sagten es ja auch schon, im Gesundheitssystem auch schon lange vorher da waren, aber interessanter Ansatz, also Sie gehen zumindest so weit und sagen, ja, da muss man ganz grundsätzlich ran. Jetzt fragt eine Anruferin aus Berlin das, was ich dann auch fragen wollte, wenn ich es richtig sehe, Heike aus Berlin, wenn ich Sie richtig verstehe, wie will denn die AfD die Mehrheiten zusammenbekommen, das zu tun? Heike, ich grüße Sie, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Paul. Schönen guten Abend, Herr Sichert. Guten Abend. Ja, das ist genau meine Frage. Die AfD ist da im Moment, wie sagt man, allein auf weiter Flur im Bundestag, auch in den Landtagen. Ich freue mich im Übrigen, ja, dass in den Landtagen jetzt langsam was passiert und auch in den Kommunen. Und man sagt ja dann immer so, man muss die Sache immer von hinten aufrollen. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn man da keine Mehrheiten hat und der Lobbyismus sozusagen da um sich greift, dann ist das natürlich schwierig, im Prinzip Sachen umzusetzen, die man sich vorgenommen hat. Und da sehe ich im Moment, dass das für Sie, Herr Sichert, sehr, sehr schwierig ist. Und wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Wie soll es laufen? Also, Heike, darf ich Sie noch fragen, bevor ich das an Herrn Sichert weitergebe? Er soll die Frage beantworten, nicht ich, aber um noch was ranzuhängen. Würden Sie sich denn wünschen, dass es da eine Kooperation beispielsweise mit der CDU gäbe oder beispielsweise mit einer Wagenknecht-Partei, um das gleich mit in die Frage zu nehmen? Nein, das wünsche ich mir natürlich nicht. Ja, also ich sage mal, als halbwegs denkender Mensch ist mir natürlich klar, dass die ganzen Altparteien da im Prinzip um sich selbst kreisen. Okay. Ja, und ich denke, es ist Zeit, dass da frischer Wind reinkommt. Und um Gottes Willen, ich meine, vielleicht wird es nicht anders gehen als über eine Koalition erstmal, aber da würde ich doch Herrn Sichert unterstellen, dass er dass er da nachdenken kann und dass er sich gut überlegt, mit wem er da koaliert. Also wenn ich das nachdenken kann er bestimmt, Herr Sichert. Was sagen Sie dazu? wenn ich das so beantworten darf. Danke für die Frage, weil das ist nämlich ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass wir uns als AfD in keinster Weise verbiegen dürfen, weil die politischen Positionen, die wir haben, wir merken ja auch, wir bewegen durchaus was. Und wir merken auch immer wieder, dass wir, wenn wir deutlich Druck aufbauen, dass in den anderen Parteien was in Bewegung kommt. Und das haben wir den Wählern zu verdanken und das haben wir auch den ganzen Multiplikatoren, die über die sozialen Medien diese Themen entsprechend auch hochspülen, zu verdanken. Weil dadurch ein politischer Druck entsteht, bei den anderen Parteien zu sagen, um Himmels Willen, da ist was, womit ich die AfD profilieren kann. Die werden jetzt immer größer, immer mächtiger, immer einflussreicher. Das wollen wir nicht. Da geht es ja bei denen letztlich auch um Posten, um Mandate, um Fründe. Und das ist ein Druck, den wir erzeugen können, mit dem wir durchaus schon die eine oder andere Geschichte in Bewegung setzen können. Aber um die Mehrheit kommen Sie trotzdem nicht rum. Also Sie brauchen irgendwie die Mehrheit. Das ist ja rechtlich so. Also ich sage Ihnen jetzt mal ganz klar, ich muss die Politik bestimmen. Und die Politik hat in der Vergangenheit ganz oft die Opposition bestimmt. Jetzt gucken Sie mich ganz komisch an. Das sehen auch viele Leute komisch. Wenn man sich mal anschaut, wer war Gerhard Schröder? Gerhard Schröder war der Genosse der Bosse. Warum war er der Genosse der Bosse? Weil er aus der SPD kam und weil er versucht hat, der Union das Wasser abzugraben. So, was hat Angela Merkel gemacht? Angela Merkel ist immer weiter in Richtung SPD und Grüne, um denen das Wasser abzugraben. Sie hat faktisch mit Atomausstieg, mit wir lassen jetzt jeden nach Deutschland kommen und so weiter und so fort. Sie hat faktisch eine grün-rote Politik betrieben als CDU-Kanzlerin. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Politik, die wir wollen, umgesetzt wird. Und dafür müssen wir möglichst viel Druck aufbauen. Und unser Ziel als AfD darf nicht sein zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier in den schönen Ministersessel rein. Sondern das Ziel muss sein zu sagen, wir haben hier ganz klare politische Vorstellungen davon, wie wir dieses Land gestalten wollen. Und diese politischen Positionen vertreten wir. Und wir versuchen, die anderen Parteien dazu zu bringen, diese Positionen umzusetzen, indem wir möglichst viele Menschen aufklären, indem wir möglichst viele Menschen erreichen, indem wir mit möglichst vielen Menschen sprechen. Und dadurch ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Hehre Ziele, aber trotzdem würde ich das einwenden, was aber vielleicht ein Hörer von uns besser formuliert hat. Wir hatten vor der Sendung einen Anruf von Jochen aus Bochum, der genau in die Richtung fragte. Hören wir uns das mal kurz an, bitte.
Der Jochen aus Buchen hier, für den Fall, dass die AfD immer mal in die Regierungsgewalt kommt. Man hat bei der Frau Meloni gesehen in Italien, dass das sehr gut absichtlich hat. Und 14 Tage später ist sie genau wie alle anderen mit der Fahne im Wind gelaufen. Wie hat die AfD vor, diesem Ganzen entgegenzutreten? Ich tippe mal, dass es da durch die EU massig Erpressung gibt oder auch andere NPCs, die dahinter stecken, die einfach mit Geld und sonstigen die neue Führung erpressen können, sodass das wieder in die alte Richtung läuft. Falls gesagt, wie können wir dieses System knacken? Ich erlaube mir mal zu verschärfen. Wie verhindert die AfD, zur Altpartei zu werden, die sie eigentlich bekämpft? Indem das wichtigste Ziel, was wir haben, und das muss auch unbedingt das Ziel in jeder Koalitionsverhandlung sein, in die wir reingehen auf Bundesebene, muss es sein, unser zentralstes Ziel umzusetzen. Und das heißt, direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild in Deutschland. Denn indem wir den Menschen die Macht geben, über die politischen Sachen zu entscheiden, begrenzen wir zeitgleich die Macht der Lobbyisten. Darüber besteht in Ihrer Partei Einigkeit, dass Sie das tun. Das ist das zentralste Ziel, was wir als AfD vertreten, ist direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Ist zu sagen, wir wollen, dass die Menschen in diesem Land, so wie es in Artikel 20 Grundgesetz steht, das Volk entscheidet in Wahlen und Abstimmungen. Und dieser Bereich und Abstimmungen ist nie umgesetzt worden. Dass man sagt, das Volk entscheidet in Abstimmungen auch über elementare Bereiche mit und kann beispielsweise, wenn die Menschen sagen, um Himmels Willen, der Staat wird hier total übergriffig, wir wollen gewisse Regelungen nicht haben, da sich dagegen entscheiden. Und wir wissen auch aus allen möglichen Umfragen, die es immer wieder gegeben hat, dass die Mehrheit in der Bevölkerung sehr vernünftig ist. Die Mehrheit in der Bevölkerung hätte Ende der 90er Jahre keine Einführung des Euro gewollt, sondern die wäre bei der D-Mark geblieben. Die Mehrheit der Bevölkerung hätte 2015 nicht gesagt, wir machen die Grenzen auf und lassen jeden hier nach Deutschland reinkommen, egal was der vorhat. Die Mehrheit der Bevölkerung war allerdings für die Maskenpflicht. Und hat die Impfpflicht auch fast durchgewunken. Also das Gegenargument, was immer von des Teufels Anwalts kommt, ist ja klassischerweise in der Bundesrepublik, nein, die große Gefahr der Volksabstimmung, das Volk... Aber ich sag mal so, ja, aber das läuft dann eh so, wie es die Lobbyisten wollen. Und so läuft es jetzt sowieso auch schon an der Stelle. Was aber der elementare Faktor ist, ist das, was man in der Schweiz auch sieht, dass wenn eine Bevölkerung nicht alle 4 Jahre oder 5 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes seine Stimme abgibt und dazwischen keinerlei Mitspracherecht hat, dass die Menschen sich deutlich mehr politisch informieren, dass deutlich mehr auch politische Diskussionen und sowas entstehen, auch in den Familien und so weiter, und die Menschen einfach sich deutlich politischer verhalten, wie es bei uns der Fall ist. Bei uns ganz, ganz oft, also das ist das, was ich als Politiker schon seit vielen Jahren erlebe, wenn man mit den Menschen redet, die dann sagen, ach, wir haben doch eh keine Einflussmöglichkeiten. Und das ist einfach in so einem System wie in der Schweiz anders. Und wenn die Menschen aufgeklärter sind und sich mehr politisch einbringen können, dann ist auch die Gefahr, dass sozusagen solche Propagandakampagnen so verhaften, ist dann deutlich geringer. Glauben Sie, dass dafür in der Bevölkerung ein mehrheitlicher, zumindest ausreichend großer Wunsch besteht, wenn man mal ein bisschen kulturpessimistisch ist, dass da war ja die Gefahr, oder das war der Grund dazu in den letzten 3 Jahren, zu sagen, na, ich hadere mit meinem Land hier. Denn da schien ja wenig Interesse zu sein bei der Bevölkerung. Wir erlebten, wie Angela Merkel im Handstreich den Bundestag entmachtete, letztlich die Ministerpräsidentenkonferenz erfand als maßgebliche. Also, und wo war denn da der Widerstand? Glauben Sie daran, dass die meisten Menschen hätten gern mehr Einfluss gehabt, sahen sich aber machtlos an? Ich hatte eher den Eindruck, man hat... Warum hat denn Corona geendet? Corona hat doch geendet, weil die Mehrheit der Menschen nicht mehr bereit war, den ganzen Mist mitzutragen. Die Menschen waren es leid. Und sie haben den Politikern immer wieder signalisiert, es langt jetzt irgendwo. Dadurch ist Corona beendet worden. Corona ist nicht durch irgendwelche plötzlich neu auftretenden wissenschaftlichen Daten oder sonst was beendet worden, sondern Corona ist beendet worden, weil ein großer Teil in der Bevölkerung gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr. Es reicht jetzt, wir haben das ganze Zeug jetzt 3 Jahre lang mitgemacht. Wir sehen, es gab jetzt nicht diese massenhaften Sterbefälle in unserem privaten Umfeld und so weiter. Und wir sehen jetzt nicht mehr ein, und dass diese Maßnahmen weitergetragen werden. Wir sehen auch im Ausland, also wenn man ins Ausland geht, dass da die Menschen ohne Maske rumlaufen, dass da das Leben wieder so ist, wie es alltäglich bei uns vorher auch gewesen ist. In weiten Teilen des Planeten war es die ganze Zeit so. Ja, genau. Also das ist ja auch immer das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist vielleicht auch ein interessanter Satz für einen AfD-Politiker, aber das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist unter anderem ein Problem mit der deutschen Mentalität. Mit der deutschen Mentalität der Gründlichkeit, der Ordentlichkeit und dem, dass man, wenn man Regeln hat, sich genau darauf einlässt. Also ich nehme da immer beispielhaft, ich habe mal Radio gehört, irgendwie in Bayern war das noch, und dann haben sie berichtet über eine Frau, die nachts irgendwie von 2 Uhr bis 6 Uhr an der roten Ampel stand und dann die
Polizei angerufen hat. Ja, das ist so eine Geschichte. Also, aber ja, das mag so eine Geschichte sein, aber das ist das tatsächlich so. Der Deutsche bleibt an der roten Ampel stehen. Das hat ja die Ausgangssperre in Bayern gezeigt. Es genau, gab Videos, und die auf plattem Land wirklich ein Mensch auf freiem Feldweg angehalten wurde und damit Markus Söder mal kräftig zeigen kann, was für ein harter Hund der ist. Und das ist halt eine Regel und an die Regel muss man sich halten, weil die wird eingefordert. Und das ist was, was uns in Deutschland auch bei ganz, ganz vielen Bereichen seitens der EU-Gesetzgebung ein großes Problem bedeutet, für die Unternehmen auch in Deutschland einen großen Wettbewerbsnachteil, weil hierzulande wird alles bis aufs Letzte kontrolliert, ob es eingehalten wird und so weiter. In anderen Ländern, da kommt ja eine Wirtschaftsprüfer, dann geht man mit dem einen netten Kaffee trinken, dann sagt er, ach, da hast du die Ordner stehen, oh, okay, habe ich jetzt gesehen. Und dann ist der, also das ist eine ganz andere, laxere Herangehensweise. Oder in Griechenland gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, gab es ja entsprechende Studien über den Staatshaushalt, warum der bei den Griechen so schlecht war, wo man gesagt hat, die haben ja gar keine Steuern gezahlt, die hätten zwar Steuern zahlen müssen, aber die haben keine Steuern gezahlt. Und das in Deutschland wäre unvorstellbar. Hat Griechenland ja auch gewisse ökonomische Probleme bereitet, wenn wir uns erinnern. Also durchaus. So, in der Tat interessanter Satz für einen AfD-Politiker, dass die deutsche Mentalität impuls. Ich würde da zustimmen. Aber spätestens da sind wir dann wieder bei den Mehrheiten. Und wir haben noch einen Hörer hier in der Leitung, der dann auch fragt, Alexander ist es, aus den USA, wenn ich das richtig sehe, der dann auch fragt, naja, wo können die denn dann herkommen? Weil wenn sie da was dran ändern wollen, ganz praktisch, braucht man die dann doch. Alexander, habe ich Sie richtig wiedergegeben? Ich grüße Sie. Ja, also erstmal schönen Dank für die Ausgewogenheit, Paul Brandenburg, im Programm, finde ich toll. Das andere ist, ja, viele Leute würden ja sagen, ich möchte eine Wagenknecht-Partei wählen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, die AfD wählen zu müssen. Also mich würde mal interessieren, wie steht Herr Sichert dazu, eine solche Wagenknecht-Partei, aus seiner Sicht, würde die genauso eine Brandmauer hochziehen? Oder wie hat Frau Wagenknecht in Person denn mal abgestimmt? Hat sie auch mal für AfD-Anträge im Parlament gestimmt? Weil ich weiß, bei dem Corona-Untersuchungsausschuss im Antrag, da war sie nicht da. Und bei dem WHO-Pandemievertrag, da hat sie auch mit Abwesenheit geglänzt, um nicht abstimmen zu müssen oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht dagegen. So, wie ist da Ihre Einschätzung, wenn sich Menschen damit... Ja, sorry. Vielen Dank für die Frage. Meine Einschätzung an der Stelle ist tatsächlich, dass Sie da versucht, ein sehr zweischneidiges Spiel zu spielen. Frau Wagenknecht ist ja auch jemand, der sehr sozialistisch tickt, die nicht über Wirtschaftsthemen redet, sondern nur über Themen wie Migration und Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Und da versucht die Leute von der AfD, sage ich jetzt mal so, wegzuholen. Da ist sie übrigens nicht die Einzige, das sehen wir in anderen Parteien auch. Also ich sag mal, bei der FDP gibt es einen Kubicki, der immer wieder mit solchen Äußerungen irgendwie kommt und versucht, da Leute wegzufischen. Ich glaube, dass das keine wirkliche Alternative ist, weil sie einfach da auch in diesem System in einer gewissen Weise verhaftet ist und im Zweifelsfall dann auch wahrscheinlich versuchen wird, in diesem System anzukommen. Und ich sehe eine Sache noch. Jetzt im bestehenden System der Linken oder auch, wenn sie sich neu gründen sollen? Im bestehenden System des Mainstream. Das Mainstream in diesem Land. Also es braucht, und das ist was wir als AfDler tatsächlich haben, das ist was für Politiker anderer Parteien eine riesengroße Erfahrung ist. Wir haben es bei Kemmerich beispielsweise in Thüringen gesehen. Das ist der Kemmerich in Thüringen ist der zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist mit den Stimmen der AfD. Und der plötzlich Merkel hat ihn wieder absetzen lassen. Genau. Warum hat sie ihn wieder absetzen lassen können? Weil er von der FDP war und nicht von der AfD. Weil er das nicht gewohnt, er war gewohnt, er ist im Mainstream irgendwo unterwegs, wo er hinkommt, wird er nett empfangen und alle sind freundlich zu ihm und sowas. Und wir stehen seit Jahren in einem massiven Feuer und unter einem massiven Druck und haben uns alle ein entsprechendes Fell zugelegt, um sozusagen in diesem Druck einfach den zu ignorieren. Und damit muss man lernen, erstmal umzugehen. Ja? Weil der Mensch tendiert eigentlich eher immer dazu, zu sagen, ich möchte mich mit Menschen umgeben, wo ich nett umgangen bin. Und es ist auch teilweise nicht einfach. Also wenn Sie als Bundestagsabgeordnete dann da stehen und das ist dann wie so ein Wespennest da vor Ihnen, weil, ich sag mal, 4/5 des Parlaments ihnen Widerstand suggerieren und gegen ihre Positionen sich positionieren, das ist nicht so einfach. Und eine Frau Wagenknecht, ich weiß nicht, ob sie das Rückgrat hätte. Und dazu kommt noch das ganz große Problem, und das sage ich Ihnen auch, wir haben als AfD ja auch gewisse Häutungen durchlebt. Wir sind eine relativ junge Partei und wir haben uns, bis wir auf den professionellen Stand sind, wo wir heute sind, hat es 10 Jahre gebraucht. Und
eine Wagenknecht-Partei. Wenn die Wagenknecht-Partei aufmacht, dann ist das nicht die Partei von der Frau Wagenknecht, sondern da sind da ganz viele Leute drin. Die braucht dann da beispielsweise, also wenn die jetzt für den Bundestag antritt, gut, braucht sie dann beispielsweise, wir sind jetzt momentan mit 80 Leuten im Bundestag, sie braucht 80 Leute bundesweit, wo sie sagt, die sind genau so toll, dass ich mit denen in den Bundestag reinkomme. Darüber können wir nur spekulieren, vielleicht hat das sie wird, ja das Kollegen, wird, das die wird, schon ja, aber das ist ja auch wieder eine Partei, die muss in Deutschland gewissen demokratischen Prinzipien, und sie bekommt erstmal all die Leute, wo wir als AfD in der Vergangenheit gesagt haben, die sind dafür nicht unbedingt geeignet, und die sammelt so eine neue Partei erstmal alle auf. Und bisher ist jede neue Parteigründung daran gescheitert. Und ich glaube einfach, dass das auch eine schwierige Kiste ist, wobei ich aber glaube, dass diese Wagenknecht-Parteigründung kommen wird. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sie wird kommen, weil man versuchen wird, mit allen möglichen Mitteln die AfD möglichst klein zu halten. Und das ist die beste Chance. Und das ist die beste Chance dazu. Mhm. Weil, warum? Weil diese Partei der AfD dann Protestwählerpotenzial abzieht. Weil die Partei der AfD Wählerpotenzial abzieht, weil die Leute sagen, naja, die AfD traue ich mich nicht zu wählen oder was. Und die AfD ist immer noch so stigmatisiert. Und dann wähle ich halt die Wagenknecht. Sehen Sie denn tatsächlich inhaltliche Gemeinsamkeiten mit einer hypothetischen Wagenknecht-Partei? Also, Sie haben es ganz klar gesagt, Sarah Wagenknecht ist bekennende kommunistische Plattformmitgliedschaft. Ja. Also das ist durch das andere Seite des Spektrums sein. Sie sind mindestens rechtskonservativ. Gibt es denn da Schnittmengen, dass man miteinander arbeiten könnte? Weil eigentlich als demokratischer Idealist, der ich bin, würde ich sagen, als demokratisch legitimierte gewählte Parteien gibt es automatisch ein Fundament, was man da hat. Das müssten so Dinge wie Bürgerrechte sein, wie Grundrechte, wie das Souverän des Volkes. Wir können mit jeder Partei zusammenarbeiten. Wir machen das ja auch. Wir machen ja unsere Entscheidungen und unsere Positionierungen davon abhängig, nicht wer die stellt, sondern was das inhaltlich ist. Ich meine die Wagenknecht-Partei. Glauben Sie, dass bei der auf deren Seite Bereitschaft wäre, sich das anzuschauen, halbwegs unvoreingenommen zu schauen? Also ich glaube, dass das Problem bestünde, nicht von unserer Seite, sondern dass ich glaube, dass das Problem von der Wagenknecht-Seite her kommen würde, dass die sagen, nö, wir wollen mit der AfD effektiv nichts zu tun haben und deswegen stimmen wir den Sachen nicht zu, die von da kommen. Wir auf der anderen Seite würden die Sachen mittragen, wenn die vernünftig sind und von dort kommen, weil es uns einfach darum geht zu sagen, wir wollen das Land voranbringen und wir wollen da insgesamt auf einen guten Nenner kommen. Und ich glaube nicht, dass es zielführend wäre, so eine Wagenknecht-Partei in Deutschland, weil letztlich es ist eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show an der Stelle. Es ist etwas, was ein kommunistischer Ansatz ist. Und dieser Sozialismus, dieser massiv übergriffige Staat, der den Menschen bis ins Letzte reinregiert, der die Wirtschaft versucht, alles mögliche Geld an sich zu ziehen, alles mögliche an Geld umzuverteilen. Das ist ja das, was uns in Deutschland dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Das ist diese Politik, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Wir haben ein Sozialismusproblem, wir haben kein Freiheitsproblem in Deutschland, dass wir zu viel Freiheit hätten, sondern wir haben ein Problem, dass der Staat zu mächtig und zu übergriffig ist. So kann man das auch darstellen. Ich persönlich betrachte das immer als ein Korruptionsproblem. Es sind Strukturen zusammengewachsen und Interessensverbände entstanden, wirklich zwischen der kontrollierenden und der eigentlich ausführenden Seite. Ob das nun vom Sozialismus herrührt, das ist dann wieder Interpretationssache. Ähnlich sieht es auch Michael aus Bayern, der anruft und sagt, dass das Ganze ein Umverteilungssystem ist, wo keiner mehr durchblickt und wo die Probleme verursacht. Sehe ich das richtig, Michael? Ja, hallo. Ja, das ist jetzt ein weites Feld mit Gesundheitspolitik. Jetzt sind Sie ganz schön abgedriftet. Das stimmt. Also wenn man schon mal zu 20% AfD einen Mann dazu da hat, dann muss man ihn das auch fragen. Verzeihen Sie mir. Kommen wir zurück zur Gesundheitspolitik. Na, kein Problem. Ich würde mir wünschen, Sie würden Herrn Peter Böllinger mal einladen. Jetzt zum Gesundheitssystem. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich denke, das ist ein Umverteilungssystem geworden. Zwar von unten nach oben. Es geht kaum noch um den Patienten. Der Patient ist faktisch, Patienten werden eigentlich durch das System geschaffen, also meines Erachtens chronische Patienten. Aus akuten Patienten werden oft chronische Patienten gemacht, so sehe ich das. Und die Pharma hat eigentlich meines Erachtens das System komplett übernommen, von der Ausbildung über Forschung und so weiter. Es gibt ja kaum noch Forschung außerhalb der Pharmaindustrie, wie irgendeine Größe in dem Bereich von nicht allzu langer Zeit auch bekannt gegeben hat. Dann kommt das nächste System dazu, die Ernährungsempfehlung, die meines Erachtens zu viele Kohlenhydrate empfiehlt, was die Leute langfristig meines Erachtens auch krank macht. Es werden Sachen, die eigentlich forschungsmäßig sehr positiv wirken, wie Vitamin D gerade im Winter über die Medien verteufelt, das sicherlich auch mit der Pharmaindustrie zusammenhängt. Darf ich fragen, ob Sie selbst in der Gesundheitsindustrie oder in der Gesundheitsbranche tätig sind?
Ich habe mit sehr vielen Ärzten zu tun, ja, und Biotechnologie jetzt teilweise eben auch durch eine Firma, die ich gekauft habe. Dann ist das Nächste, das Arzt-Patienten-Verhältnis ist faktisch zerstört worden. Man therapiert nach Schema F, man geht zum Arzt. Ein normaler Kassenpatient, den hört man 10 Sekunden zu und kaum hat einen Satz ausgesprochen, kriegt er ein Rezept oder so. Es wird eigentlich kaum noch individuell behandelt. Der Arzt kennt den Patienten nicht mehr. Es ist auch, ältere Ärzte sagen mir auch immer wieder, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis einfach das Wichtigste überhaupt ist. Wer den Patienten kennt, kann ihn einschätzen und weiß, hat jetzt wirklich gerade ein Problem oder was weiß ich, hat jetzt gerade ein psychisches Problem oder so. Oder hat er wieder irgendeine Fernsehsendung gesehen, wo er irgendwas über Gesundheit gelesen hat und jetzt glaubt, er hat das oder so. Ein Arzt muss einen Patienten kennen. Und vor allen Dingen, Schema F ist einfach immer falsch. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Also meines Erachtens ist offen klären, das Gespräch, das weiß ich in der Kindheit vom Arzt, man ging zum Arzt und schon im Sprechzimmer ging es, also im Wartezimmer ging es eigentlich schon besser, man weiß, jetzt wird einem geholfen und so weiter. Das ist psychisch schon mal ganz wichtig und das Gespräch ist meines Erachtens oft viel wichtiger als die Pille danach. Mhm. Und dann ist das Nächste, was ich mir ganz gern ansprechen würde. Viele sind ja von Gesundheitssystemen sehr enttäuscht. Viele ist ja heute durchs Internet relativ leicht geworden, viele Behandlungsansätze zu erfahren und so weiter. Viele therapieren sich selbst auch mit Heilpraktikern und so weiter. Da haben auch sehr viel im Laufe der Zeit, weil sie ja meistens chronisch krank sind, Erfahrung mit ihrem Körper gesammelt. Und diese gesamten Ansätze werden eigentlich gar nicht mehr aufgegriffen. Die Leute gehen zum Arzt und der sagt, ja, ja. Und das war's dann. Und das ist meines Erachtens ein Fehler. Wir müssten auch die Ärzte mal dran sein und sagen, der hat jetzt eigentlich selbst eine Studie erstellt, warum greifen wir das nicht mal auf und machen das einfach mal systematisch und sehen, ob gewisse Sachen, die da draußen sind, die Leuten helfen, ganz offensichtlich helfen. Mhm. Und wenn es auch bloß psychisch ist, dass man das einfach mal in Studien aufarbeitet, hilft es vielleicht wirklich, ist es vielleicht besser als so mancher Ansatz der Gesundheitspolitik. Mhm. Das ist wieder viel. Ich hätte nur endlos, aber ich höre es lieber auf. Ich danke Ihnen. Das Gesundheitssystem ist wirklich eins, das kann man Jahrzehnte diskutieren. Man muss es halt immer so machen, dass es verständlich bleibt für diejenigen, die da nicht Experten sind. Und das ist dann die Herausforderung. Also das Wichtigste, und das ist das, was er auch gesagt hat, ist, und das ist im Gesundheitssystem inzwischen sehr, sehr stark vernachlässigt, ist dieser ganze psychische Faktor. Ja? Also, auch nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit vielen, vielen Jahren bis jetzt. Aber dass man es gibt ja schon seit vielen Jahren Studien, die eindeutig belegen, dass die psychische Gesundheit eines Menschen deutlichen Einfluss auch auf seine Genesung hat, auf die Genesungswahrscheinlichkeit und so weiter und auf die Entwicklung auch des Gesundheitszustands. Und da wird seitens der Politik, das wird komplett ausgeblendet. Und die Pharma hat tatsächlich in vielen Bereichen hier die Kontrolle übernommen und macht eine massive Beeinflussung in allen möglichen Bereichen. Und das ist schon wahnsinnig lange. Ich bin völlig recht. Ja. Also meiner Ausbildung als Arzt war das schon so, dass die Pharmareferenten an den Türen der Intensivstation standen. Aber jetzt, wenn wir das mal aufgreifen, was der Anrufer gerade auch sagte. Wir erleben ja auch einen historischen Vertrauensverlust. Ja. Nicht nur in die Politik, nicht nur in die Pharmaindustrie, das war ohnehin nie besonders die Industrie, der Menschen vertraut, aber auch in die Ärzteschaft selbst. Ich sage völlig zu Recht und ich hoffe denn mehr, wir müssen dieses Bild des Halbgottes in Weiß endlich zerstören. Es sind keine, es sind zum Teil ganz korrupte Strukturen. Da ist eine Chance für Politik da, das neu und anders zu machen. Mhm. Was wäre denn dann der Ansatz der AfD? Die wichtigsten Punkte, nicht, dass sie mir das ganze Programm runterbeten, aber was wären denn jetzt für diesen Neubau eines Gesundheitssystems, was wären denn da die entscheidenden Punkte aus Ihrer Sicht, damit wir es anders machen und nicht wieder in die gleiche Situation geraten? Dass wir den Ärzten beispielsweise die Möglichkeit geben, wir haben jetzt momentan, er hat es gerade angesprochen, mit den Kassenpatienten, ja. Wir haben mit den Kassenpatienten eine klare Budgetierung, denen die Ärzte unterliegen. Und wenn der Arzt sagt, ich bin engagiert und ich würde gerne mehr behandeln und sowas, dann zahlt der Arzt beispielsweise drauf. Dass wir an der Stelle sagen, okay, wenn du als Arzt engagiert bist und du möchtest dich um deinen Patienten entsprechend kümmern und du kümmerst dich auch um deinen Patienten, dann muss das entsprechend auch dort vergütet werden. Wir müssen auch dafür sorgen, wie gesagt, dass wir auch wieder zu einem besseren, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, zu einem besseren Verhältnis kommen von Pflegekräften zu Patienten und auch entsprechend Ärzten zu Patienten, weil wir einfach uns darum kümmern müssen, dass auch dieser ganze menschliche, dieser zwischenmenschliche Aspekt, der unglaublich wichtig auch ist, der dieses Vertrauensverhältnis auch letztlich wiederherstellen kann, dass der da stärker in den Fokus kommt. Und wir müssen auch seitens der Politik aufhören, mit massiven finanziellen
anreizen, die Ärzte zu gewissen Verhaltensweisen beispielsweise zu bewegen. Wenn ich mir jetzt anschaue, in einem Impfzentrum beispielsweise konnte ein Arzt bis zu 400 Euro mit einer Impfung, mit einer Corona-Impfung verdienen. Ja? Dass ich dann als Arzt natürlich versuche, so viele wie möglich gegebenenfalls zu impfen, wenn es mir jetzt nicht unbedingt um das Wohl der Patienten geht. Ist völlig nachvollziehbar. Da würde ich einhaken und sagen, nein, ist nicht nachvollziehbar. Als Arzt hätte ich die Pflicht, es zu unterlassen, wenn ich weiß, dass Sie... Ja, aber Sie haben schwarze Schafe, haben Sie überall. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Ich also schwarze, ja, eine Lanze dafür brechen, dass man sagt, nein, das ist keine Impfung, also darf man sie auch nicht einsetzen, aber ich will sie nicht in Ihre Argumentation. Ja, es ist ein medizinisches Experiment gewesen, was man dort gemacht hat. Es ist aber von der Politik massiv vergütet worden. Es sind massive Anreize gesetzt worden, um die entsprechenden Ärzte auch dazu zu bekommen, das Ganze auch zu machen, um sozusagen deren Gewissen mit Finanzmitteln zu beruhigen. Und das ist nicht Aufgabe der Politik. Das darf einfach so auch nicht sein, sondern man muss einfach auch dieses Thema, den hippokratischen Eid und sowas wieder deutlich stärker in den Vordergrund rücken, und wir müssen dahin kommen, dass wir auch diesen ganzheitlichen Ansatz deutlich stärker wiederfahren, zu sagen, wir müssen den Menschen nicht nur als, keine Ahnung, als einen Teilbereich betrachten, sondern wir müssen diesen Gesamtkomplex Mensch in seinem gesamten Umfeld mit seinen ganzen vielen verschiedenen Aspekten und insbesondere auch mit seiner Psyche entsprechend beachten. Und ich kenne ganz viele Leute, gerade auch alte Leute, die sehr darunter leiden, dass sie entsprechend in den Heimen, dass niemand mehr da ist, der sich um sie kümmert, der sie entsprechend unterstützt und sowas. Ich bin heilfroh und ich bin unglaublich dankbar für jede Pflegekraft oder jeden, der ehrenamtlich irgendwo in so Pflegeheime geht und dort die Menschen auch betreut und dafür sorgt, dass es diesen Menschen in einer gewissen Weise, wenn sie auch alt und einsam sind, ihnen dann trotzdem noch psychisch gut geht. Ja, gebe Butter bei die Fische. Die gehen da nicht hin, weil der Job die Hölle ist. Das kann ich ganz klar sagen aus eigener Erfahrung. Ja. Pflegejob zu übernehmen, da muss man schon wahnsinnig sein oder ein wirklich motivierter Mensch. Genau. Die Bezahlung ist katastrophal, die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Es ist nicht unbedingt der niedrige Lohn, das ist schon schlimm genug. Es sind die überlangen Arbeitszeiten. Aber es klingt alles schön und gut, was Sie sagen. Ich bin mal böse und sage, na, wie wollen Sie es denn konkret umsetzen? Das bedeutet ja am Ende, es ist immer eine Geldfrage. Setz mal bei der Eigenverantwortung mal an. Ja. Was heißt das am Ende? Das heißt beispielsweise, dass wir, das fordern wir ja als AfD auch schon länger, dass wir sagen müssen, wir müssen wieder die häusliche Pflege deutlich attraktiver machen. Mhm. Ja? Denn das Altersheim darf eigentlich nur, oder das Pflegeheim darf nur die Lösung sein, wenn gar alle anderen Stricke reißen. Das heißt, momentan haben wir die Situation, wenn Sie jetzt Ihren Angehörigen pflegen und dann sind Sie mal irgendwie eine Woche, sind Sie oder sind Sie in 2 Wochen irgendwie krank, weil Sie selber eine Operation brauchen und sowas, und dann kommt der ambulante Pflegedienst, dann kriegt der ambulante Pflegedienst 3-mal so viel Geld wie das, was Sie bekommen, wenn Sie Ihren eigenen Angehörigen pflegen. Und da ist was definitiv falsch an der Stelle im System, weil natürlich Sie lassen ja auch Ihren Beruf dafür gegebenenfalls schleifen, gehen auf eine Halbtagsstelle, gehen runter von ihrer Beschäftigung. Und die Pflege, die jemand bekommen kann, ist die beste in der Regel von einem Angehörigen, weil da einfach auch der persönliche Bezug da ist. Und weil da einfach auch dieser psychologische Aspekt da ist. Und weil man auch weiß, für den Angehörigen ist es nicht der Patient XY, sondern für den Angehörigen ist es der Opa, der Vater, der Ehemann, was auch immer, um den man sich da kümmert. Und damit würden wir auch nicht nur in der Gesundheitspolitik, damit setzen wir auch in der Familienpolitik elementare Anzeichen. Denn das ist ja etwas, was die Politik auch versucht. Sie versucht ja die Menschen, ich sage jetzt mal von der Kita bis zum Altersheim, möglichst von den Familien zu entkoppeln, indem der Staat sagt, ja, wir kümmern uns um alles und so weiter und ihr müsst einen zweiten oder einen dritten Job haben, damit ihr mit eurem Kind noch in Urlaub fliegen könnt und so weiter und so fort. Und da muss man eigentlich diese familienfördernden Aspekte, auch wie beispielsweise die Unterstützung der häuslichen Pflege, deutlich stärker in den Fokus setzen, weil wenn die Kinder dann erleben, dass der Vater den Großvater pflegt oder die Mutter, die Großmutter, dann kommt da auch wieder ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein raus und wir leben in einer extrem egoistischen Gesellschaft, wo ganz viele Menschen parallel nebeneinander leben und wo diese sozialen Strukturen, die wir früher gehabt haben, die den Menschen auch für die Menschen auch wichtig sind, dieses soziale Netz, wo das immer mehr zurückgeht und die Menschen immer mehr, ich sage jetzt mal, immer egoistischer die Gesellschaft wird und die Menschen immer mehr auch vereinsamen. Da würden Ihnen jetzt wahrscheinlich viele zustimmen, weil das ist erstmal eine gute Sache, wenn sich Familie um Familie kümmert. Aber gucken wir mal da, wohin, wo es wirklich wehtut. Am Ende ist es immer eine Frage der Kosten. Ich hatte schon gesagt, das sind 300 Milliarden Euro, die da im System sind. Die kommen nicht von irgendwoher, sondern die kommen vom Arbeitnehmer, der jeden Monat massive Abzüge hat. Wir haben jetzt schon Abgaben für die Krankenkassen, die machen das nicht mehr erträglich teilweise, angestellt zu sein, oder ist es nicht mehr attraktiv überhaupt dafür zu arbeiten. Wir sind bei 15% unter den Abgaben. Das scheint immer weiter raufzugehen. Irgendwo muss man mal ansetzen, muss das sparen. Das ist die Frage, wie dann limitieren. Da hat die FDP vor langer Zeit gesagt, wir müssen Positivlisten schaffen. Also wir müssen einfach nicht, wie es momentan
ist, dafür sorgen, dass grundsätzlich erstmal alles bezahlt wird, sondern wir müssen Ausschlusslisten schaffen. Wie sieht die AfD das? Müssen wir tatsächlich da budgetieren? Müssen wir mehr auf Eigenverantwortung setzen und gewisse Dinge aus der gesetzlichen Krankenkasse rausnehmen, dass es bezahlbar war? Oder geht es immer weiter mit immer weiter steigenden Krankenkassenabgaben? Wir müssen erstmal gewisse Personengruppen aus der Krankenkasse rausnehmen. Wen? Beispielsweise die Leute, die hier ins Land zugereist sind, die aus dem Ausland gekommen sind. Wir wissen, dass durchaus auch Leute aus dem Ausland gekommen sind, weil wir hier eine gute oder eine deutlich bessere Krankenversorgung haben wie in anderen Ländern, die nach Deutschland gekommen sind, die hier entsprechend dann auch diese Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Und wo wir sagen, das kann es jetzt nicht sein, dass jetzt einer aus dem Ausland kommt und sich hier nach Deutschland kommt und sich hier, im Land beispielsweise dann die Zähne richten zu lassen und sowas. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass Leute, die aus dem Ausland kommen, entsprechend dann auch für ihre Leistungen kommen. Da sind wir wieder bei der gesteuerten Zuwanderung, wo wir sagen, wenn du nach Deutschland kommst und nimmst hier einen Job in Anspruch und du arbeitest hier und sowas, in anderen Ländern wie in Dänemark ist das beispielsweise so. Ja? Wenn sie nach Dänemark kommen, da ist es ganz klar geregelt, wenn sie Steuerzahler sind in Dänemark, dann bekommen sie eine entsprechende vollumfängliche Gesundheitsversorgung. Und wenn sie kein Steuerzahler sind in Dänemark, beispielsweise wenn ich jetzt nach Dänemark gehen würde und ich bin da kein Steuerzahler, dann bekomme ich in Dänemark nur eine absolute Grundversorgung. Ja? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe einen Autounfall und dann werde ich dort auch gegebenenfalls zusammengeflickt. Ja? Aber wenn ich dann eine Reha brauche, dann sagen die Dänen, nö, du bist Ausländer, du kommst woanders her, geh in dein Heimatland und mach da die Reha. Nicht auf Kosten der dänischen Steuerzahler. Also in Dänemark ist das ganz steuerfinanziert. Nur. Mhm. So, und das ist letztlich was, auch. Das ist ja, ob ich es jetzt Steuer nenne oder Abgabe oder wie auch immer, letztlich ist es alles Geld, was den Leuten fehlt. Und da müssen wir einfach auch klar hinkommen, dass wir da ein gewisses Prinzip einführen, zu sagen, okay, wenn du jetzt Ausländer bist und du bist in Deutschland, dann bekommst du eben nicht sofort das Rundumpaket, sondern du bekommst deutlich eingeschränkt nur die Leistungen zur Verfügung gestellt, beispielsweise. Klarer Punkt. Sagen also die Migranten, die da neu da sind, die hören euch raus. Aber rechnen wir die mal raus, gehen wir mal davon aus, gut, die haben wir jetzt alle nach AfD-Idealvorstellung rausgerechnet oder rausgenommen. Der große Kostenfaktor, auch in unserem Gesundheitssystem, sind die Menschen über 60. So ist es nun mal. Je älter man wird, desto mehr Arztkontakt hat man. Es ist ja auch ein Leistungserfolg dieses Medizinsystems. Das heißt, wir müssen auch an die Bio-Deutschen ran, wie auch immer wir sie nennen wollen, oder auch an die Zweit- oder Drittgenerationsmigranten hier ran. Und das ist am Ende eine soziale Frage. Und da bleibt dann die Frage, wie viel wollen wir zahlen? Was sagt die AfD? Da sagt sie, wir müssen begrenzen, dass gezahlt wird. Wollen wir mehr Eigenverantwortung? Oder wollen wir weiter mehr Staatsfürsorge, dass grundsätzlich alles bezahlt wird? Also wir wollen vor allem, ich sage jetzt mal, die großen Profite aus dem System rausziehen, indem wir sagen, den Fokus auf, da ist ein Krankenhauskonzern und der versucht, möglichst viel Profit zu erwirtschaften und die Controller haben das Ganze übernommen, den wollen wir rausnehmen. Und wir wollen auf der anderen Seite, muss man dieses System, genauso wie das, die anderen Sozialsysteme, also die Rente ist auch so ein System, so muss man auch die Gesundheitsversorgung sehen, wir haben an anderen Stellen Gelder in Massen, die wir rausgeben als deutscher Staat, die wir deutlich einsparen können. Für die Bundeswehr. Also 100 Milliarden mal eben für die Bundeswehr. Von eben, wir geben mal eben 14 Milliarden an die Ukraine. Wir geben hunderte Millionen nach China, die größte Wirtschaftsmacht der Welt, China. An die geben wir hunderte Millionen jedes Jahr. Wir finanzieren irgendwelche Gender-Projekte bei den Taliban in Afghanistan und so weiter und so fort. Also wir geben aber Milliarden aus. Wir haben beispielsweise, wir haben für das Thema Energiewende, haben wir seit 1999 520 Milliarden Euro aufgewandt. Das heißt, es sind Gelder in großen Bereichen da, die man nur anders einsetzen könnte. Und das wollen wir als AfD, dass wir sagen, wir wollen, dass diese Gelder entsprechend umverteilt werden, dass sie vernünftig eingesetzt werden, dass sie dem Wohl der Menschen dienen und eben nicht für irgendwelche Ideologie rausgegeben wird oder gar ins Ausland im Rahmen der EU oder im Rahmen von irgendwelcher Entwicklungshilfe oder sonst was transferiert wird. Ich lasse Sie immer noch nicht ganz vom Haken, valider Punkt. Sie sagen, keine Geldverschwendung in andere Richtung, bleibt mehr für die Gesundheit. Sie sagen, die gewisse Migrantengruppen raus. Ich will trotzdem immer noch wissen, wie ist es denn mit der Ausgabe, die wir da täglich für unsere Leute trotzdem noch immer tätigen. Die ist ja mehr oder minder unlimitiert, aber die Hörer haben das Wort und wir haben Robert in der Leitung, der fragt nun wieder nach den Krankenkassen und sagt, das hat auch Herr Sichert schon angesprochen, da haben wir so viele von, müssen so viele sein. Robert, habe ich Sie richtig verstanden? Ja, da haben Sie mich vollkommen richtig verstanden. Hallo? Ja, hallo. Vollkommen richtig verstanden. Hallo, ich war schon mal da. Ja, ich merke gerade, Sie haben es gerade ein zweites Mal geschafft mit den gleichen technischen Störungen. Ja. Dabei sind die Leitungen voll. Ja, wunderbar, hervorragend. ja, also ich wollte eigentlich fragen, wenn Sie mich verstehen, bei den Krankenkassen, also wir haben private und wir haben staatliche Krankenkassen.
Jetzt ist die große Preisfrage. Bei den Privaten, die haben ja eine wirklich unterschiedliche Leistung. Mhm. Also wirklich unterschiedliche Leistung. Bei den staatlichen ist es ja so, das ist ja marginal. Wir haben Tausende und Abertausende von Mitarbeitern, von Zeug, was dort einbezahlt wird, wahnsinnig viel Geld, was dort in diese staatlichen Krankenkassen reingepumpt wird, wo ich mich frage, es gibt meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten, also um dieses System der staatlichen und privaten also vernünftig zu machen. Mhm. A, entweder wir machen wirklich eine staatliche Krankenversicherung, wo jeder einzahlt, jeder Beamte, jeder Richter, jeder Arzt und so weiter und so fort, die sich auch nicht rausnehmen können, und machen dort wirklich eine, wo sozusagen... ich glaube, das Prinzip ist klar geworden, lieber Robert. Entschuldigung, die Störung ist leider noch... Oder im Privaten, die alle was anderes machen. Alles klar. Robert, es tut mir leid, die Störung ist leider doch etwas heftiger. Und ich höre gerade aus der Regie, es liegt an Ihnen, nicht an uns, was man in jeder Beziehung hört. Ich danke Ihnen für die zweite Frage. Ja, ich habe ja schon gesagt, ABW. Dann, Robert, vielen Dank dafür. Die anderen Leitungen, die anderen Anrufer bitte ich zu entschuldigen. Wir kommen auch noch zu Ihnen. Wir haben ja etwas mehr Sendezeit. Also Einheitskasse, ja oder nein? Gesetzliche private halten oder abschaffen in Kurzfassung? Oh, spannendes Thema. Die Zahl der Krankenkassen im gesetzlichen Bereich, da müssen wir tatsächlich ran. Wie gesagt, was ich auch vorhin auch gesagt habe, wir haben da überall einen Verwaltungs-Overhead, wo wir Leute haben, die teilweise sehr, sehr gut verdienen, wo entsprechende Mitarbeiter sind, wo auch Sachen doppelt, dreifach, wie gesagt, in viel Dutzendfach passiert. Wir haben 36.000 verschiedene Rabattverträge in Deutschland. 36.000, weil wir einfach so viele Krankenkassen haben. Da kriegt der Apotheker kriegt eine Riesenbürokratie dadurch und so weiter. Und da müssen wir deutlich runter von dieser Überkomplexität, müssen wir deutlich also runter. Also reduzieren die Zahl der gesetzlichen Kassen? Ja. Okay. Privat und gesetzlich aber erhalten als eigene Systeme? Also das ist die Position, die wir als Partei momentan haben, dass wir sagen, wir wollen diese bestehenden Systeme haben. Wir müssen aber natürlich zu einem kommen. Wir müssen eine grundlegende Reform des Gesundheitssystems machen. Das Gesundheitssystem, was wir so, wie es jetzt momentan aufgestellt ist, muss in vielen Bereichen angegangen werden. Da hakt es an allen möglichen Ecken und Enden. Und in diesem Zusammenhang muss man sich natürlich dann auch über diese Struktur Gedanken machen. Also, das heißt, jetzt erhalten, aber nicht mit dauerhafter Sicherheitsgarantie ausstatten, sondern angepasst an Systemreform. Genau, also wie gesagt, wir sind im Gesundheitsausschuss auch tatsächlich mit den anderen Parteien auch schon unterwegs in anderen Ländern, gucken uns Systeme von anderen Ländern an. Die Dänen haben beispielsweise, bei denen gibt es so eine Form, also Krankenkasse in der Form eigentlich gar nicht, bei denen ist das ganze System steuerfinanziert. Mhm. Ja, und wir haben in Deutschland tatsächlich in der Krankenversicherung eine gewisse Sondergeschichte. Das ist nämlich die einzige Sozialversicherung oder eine Sozialversicherung, bei der sich diejenigen, die am besten verdienen, rausnehmen können und so. in ein Sondersystem gehen können. Das ist so. Also wir hören, wenn ich jetzt Manager einer privaten Krankenkasse wäre, wäre ich nicht beruhigt. Die AfD garantiert mir nicht, dass es mich darauf weitergibt. Sie antwortet politisch. Ein wichtiger anderer Punkt, so ist es im Gesundheitssystem, da gibt es einfach viele Einzelpunkte. Da ruft Mert an. Ich hoffe, das ist jetzt, ich bin nicht sicher, ob es männlich oder weiblich ist da vorne. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie anrufen, Mert. Und Sie sagen, wie hält die AfD es mit der Krankenhausreform? Gebe ich Sie richtig wieder? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Brandenburg. Schönen guten Abend, Herr Sichert. Ja, das ist absolut korrekt, was Sie sagen. Ich bin männlich, man hört. Verzeihen Sie, ich hatte den männlich. Namen einfach nicht. Es tut mir leid, das war nicht böse gemeint. Alles gut, Herr Brandenburg. Alles gut, Herr Brandenburg. Nee, die Frage, die ich stellen möchte an Herrn Sichert, ist die Krankenhausreform. Ich wohne in einer Stadt wie Erfurt beispielsweise. Das ist eine relativ kleine Stadt. Und wir haben hier zwei große Krankenhäuser, die jetzt schon die Grundversorgung für viele Menschen nicht mehr sicherstellen können, die viele Leute abweisen. Das Problem ist aber, und da kommen wir dann gleich zur Wurzel des Übels sozusagen, einen Facharzttermin kriegt man auch nicht. Unter einem Dreivierteljahr, selbst bei chronischen Beschwerden, kriegt man keinen Facharzttermin. Das heißt, die Leute können nicht zum Facharzt, sind gezwungen, ins Krankenhaus zu gehen. Die Grundversorgung klappt jetzt aktuell schon nicht. Und aufgrund der Krankenhausreform ist eins dieser beiden Krankenhäuser in extremer Finanznot. Herr Sichert, wie soll eine Stadt mit 200.000 Menschen von einem Krankenhaus versorgt werden? Das ist ein Zustand, den ich maximal aus meiner Militärzeit in Afghanistan kenne, aber nicht in einer Industrienation wie Deutschland. Ja. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie müssen diesen Irren namens Lauterbach, Sie müssen den stoppen. Das ist doch keine Reform. Das ist, also ich muss Ihnen wirklich sagen, wie man so ein System, was ohnehin schon nicht funktioniert, wo die Leute permanent überarbeitet sind, unterbezahlt sind, wo vielfach Leute arbeiten, die überhaupt nicht für die einzelnen Fachbereiche qualifiziert sind,
beziehungsweise auch Fachsenzen, das kann Herr Brandenburg sicherlich bestätigen, dass oft in einzelnen Abteilungen gar nicht fachlich ausgebildete Leute arbeiten, weil das Personal nicht da ist. Mhm. Und anstatt dass man diesen Zustand erstmal sozusagen ordnet, das Chaos ordnet, wird Zusätzliches produziert. Und ich möchte Herrn Sichert einfach fragen, sind da Initiativen ihrerseits geplant, um diese Krankenhausreform zu stoppen, parlamentarisch? Ja, definitiv. Also wir sind an dem Thema dran. Sie haben jetzt einen Nebensatz, erlauben Sie mir ganz kurz noch. Eines der Aspekte, die wir unbedingt angehen wollen, ist, dass wir die Budgetierung abschaffen. Die Budgetierung sorgt dafür, dass nämlich die Leute auch ewig lange Wartezeiten haben. Wir müssen es mal kurz übersetzen. Das heißt, wir müssen Sie wollen die Grenze rausnehmen, bis zu der gesetzlich tätiger Arzt, ein Praxisarztgesetz, Kassenpatienten annehmen kann. Genau. Warum ist das wichtig? Weil ein Arzt tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt im Quartal komplett gratis oder schlimmer noch auf seine eigenen Kosten arbeitet. Richtig. Er bezahlt dann nämlich für den Patienten, den er vor sich sitzen Richtig. Hat. Das heißt, Sie wollen den Stift rausnehmen und dann nimmt er mehr. Genau, dann kann der Arzt gegebenenfalls mehr Patienten dann entsprechend nehmen und damit kriegt man auch die Wartezeiten runter. Und die Wartezeiten sind in vielen Bereichen tatsächlich so, dass sie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr sind. Mhm. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, ist jetzt schon ein paar Jahre her jetzt, aber als unsere Tochter unterwegs war, haben wir zahlreiche Frauenärzte abtelefoniert, bis wir mal irgendwo einen gefunden haben, der bereit war, eine schwangere, kassenversicherte Mutter entsprechend noch mit aufzunehmen. Das war in Bayern. Und das sind alles unhaltbare Zustände. Das sorgt auch dafür, dass in den Krankenhäusern viele Patienten landen, die da eigentlich gar nicht hingehen, weil sie in die Notaufnahmen gehen und sagen, hier, ich habe hier ein Problem, aber ich finde keinen Termin bei einem Arzt, aber ich habe hier ein Gesundheitsproblem, guckt euch das mal bitte an. Und das Thema Krankenhausreform, ja, das müssen wir deutlich angehen. Wir sehen, dass die Versorgung immer schlechter wird. Wir haben in Schleswig-Holstein inzwischen schon einen Parkplatz, der eingerichtet worden ist, auf dem auch vier Kinder jetzt zur Welt gekommen sind schon, der dazu dienen soll, dass wenn entsprechend die Rettungswagen nicht mehr mit der werdenden Mutter sozusagen es bis zum Kreißsaal schaffen, dass sie auf dem Parkplatz stehen bleiben können und auf dem Parkplatz dann die Kinder geboren werden. Ja, also da sind wir weit weg von, also da sind wir eigentlich in einem Dritte-Welt-Land-Zustand und nicht mehr da, wo wir eigentlich in Deutschland in der Gesundheitsversorgung hinwollen mit einer guten Versorgung. Und ich sehe auf der anderen Seite bei mir in der Region, sehe ich jetzt, dass dort ein Krankenhaus so weit geschlossen wird, dass es jetzt irgendwie dann nur noch tagsüber Schicht haben soll. Und dann sind aber viele Patienten, die dann gegebenenfalls eine Stunde oder länger brauchen, bis sie ins nächste Krankenhaus kommen. Also das ist für Sachen wie, ich sage jetzt mal, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder was auch immer, wo es dann wirklich um Minuten geht, um Leben und Tod, ist das eine völlig indiskutable, und wir müssen diese Flächenversorgung müssen wir einfach aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, gerade das Stichwort, wenn ich da mal einhaken darf. Wir haben ja in Deutschland seit lange die Situation, wir haben technisch immer noch eine Überversorgung mit Krankenhausbetten, aber wir haben sie an den falschen Stellen. Wir haben also genug Betten zur Verfügung, aber in Berlin stehen sehr viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Bei Ihnen, Mert, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie rufen das Ding von Erfurt an. Da fehlen die Betten offensichtlich. Das ist ja ein relativ bekanntes Problem. Seit Jahren und Jahrzehnten hat nämlich der Erfinder der jetzigen Krankenhaussystematik, ein gewisser Karl Lauterbach, der es jetzt zum Minister geschafft hat, dafür gesorgt, dass es sehr viel lukrativer ist für die Konzerne, sich eben an den Stellen in Berlin oder in anderen Ballungszentren zu positionieren, wo teure Spezialeingriffe angeboten werden. Es rechnet sich aber schlichtweg nicht, in Nürnberg oder eben noch auf dem platten Land um Nürnberg herum für eine kleine Gemeinde, für ein kleines Dorf ein Krankenhaus der Grundversorgung zu betreiben. Also das ist wieder eine Frage der Anreize. Genau. Wir müssten mehr Betten in die Fläche bekommen und weg aus den Ballungszentren. Und Lauterbach hat ja schon noch weit bevor er Minister gewesen ist, hat er ja schon gesagt, dass er vorhat, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland zu halbieren. Ja. Und, die Bertelsmann-Studie, ja. Aber aufgemerkt, ich werfe immer ein, achten Sie ganz genau auf das, was er sagte. Nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der Krankenhäuser. Denn was der Herr Lauterbach betreibt seit Jahrzehnten, ist eine Konzentration der Betten und die Rationalisierung. Ja, Rationalisierung. Das heißt, mehr Gewinn für die Konzerne ist das, was Herr Lauterbach betreibt. Absolut, absolut. Aber das ist die Folge, wenn kritische Infrastruktur privatisiert wird. So, was sagt das die AfD? Das ist die Folge davon. Ja, ja. Fragen wir also, sicher. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Auch die Lösung von Lauterbach heißt ja jetzt auch blutige Entlastungen und was weiß ich was. Also dass Leute nach der Operation dann entsprechend wieder rausgelassen werden sollen und so weiter und so fort. Und wir halten das für absolut nicht zielführend. Wir brauchen auf der einen Seite spezialisierte Krankenhäuser, aber wir brauchen auch vor allem diese Flächenversorgung. Und diese Flächenversorgung gerät momentan massiv in Gefahr. Das heißt, dass mehr verstaatlich und von Krankenhäusern wieder zurückfahren der privaten Konzerne, staatliche Kontrolle, oder wie wollen Sie es regeln? Ja, wir müssen, wir haben tatsächlich diese Umwandlung, dadurch, dass die Krankenhäuser ja privatisiert worden sind, und haben wir auch einen
deutlich stärkeren, das ist das Thema, was ich gesagt habe vorhin, die Controller haben die Macht in den Krankenhäusern übernommen. Und der Controller sagt, die Operation so und so, da sollten wir vielleicht noch mehr von machen, das finanziert sich. Und das ist, dann ist der Patient sozusagen eine Ware, wo es darum geht, möglichst viel Finanzmittel. Wie wollen Sie das durchbrechen? Wie entmachten wir den Controller im Krankenhaus? Indem wir dafür sorgen, dass, ich sage jetzt mal so, dass wir dort zumindest in den Bereichen, wo wir sagen, da geht die Flächenversorgung in Gefahr, dass da der Staat einspringen muss und sagen muss, okay, wir machen eine entsprechende Versorgung staatlicherseits und wir sorgen dafür, dass die entsprechenden finanziellen Anreize, die in gewissen Bereichen geschaffen worden sind, wieder zurückgefahren werden. Das nehme ich einfach so zur Kenntnis, das AfD-Programm machen Sie und nicht ich, aber es wäre ja vielleicht auch, weil Sie selbst schon die Macht der Kontrolle ansprachen, es wäre denkbar, den Ärzten vielleicht wieder die Kontrolle über das Krankenhaussystem zu geben, denn die sind dafür ausgebildet, aber das nur als das muss natürlich das Ziel des Ganzen sein, dass der Arzt letztlich derjenige ist, der da die Verantwortung trägt. Aber die Gefahr ist auch, und das sage ich Ihnen auch, dass wenn der Arzt in einem Krankenhaus dann letztlich, ob ich jetzt den Controller da abschaffe oder nicht, aber wenn der Vorstand dann sagt, naja, aber schau doch mal, dass du da mehr erwirtschaftest und so weiter, solange wie ich diesen wirtschaftlichen Druck an der Stelle aufrechterhalte, solange habe ich diese Probleme in dem System. So ist es, und da sind die Ärzte durchaus durch Arbeitsverträge direkt dann eingebunden, die mittlerweile zwar sich rechtlich angepasst haben, aber den Arzt immer noch in Haftung nehmen. So ist es. Merkt, jetzt haben wir rechtlich Probleme durch diskutiert, aber immerhin haben wir ein, zwei harte Aussagen von den Sicherheiten dazu bekommen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich hätte noch weitere Fragen, aber ich weiß, dass ich nicht der einzige Hörer bin. Schießen Sie ich los, möchte Sie haben persönlich noch gewartet. Dann möchte ich Herrn Sichert fragen, ob nicht ein Hybridmodell zum Beispiel attraktiv wäre, was die Krankenkasse angeht. Nämlich beispielsweise, was Dänemark macht, was auch viele andere Länder machen, dass man eine gewisse Grenze schafft. Bis dahin zahlt man für eine Grundversorgung und ab darüber hinaus muss man dann privat zahlen. Und ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass man beispielsweise, ich muss ein bisschen weiter aufhören, mein Vater ist selber Türke, ich bin Halbtürke, aber ich bin gut integriert, ich kann einigermaßen Deutsch sprechen, mich einigermaßen artikulieren, das ist auch einigermaßen, ja. Das, ja, also ich sag mal, und selbst in meiner Familie, wir waren früher eher linksliberal eingestellt und wir sind jetzt so, dass wir alle sagen, wir wählen die AfD, weil wir einfach gar keine Alternative mehr sehen in der alten Parteienlandschaft, möchte ich sagen. Weil es ist alles so festgefahren. Es wird sich mit solch Schwachsinnsthemen beschäftigt und so fundamentale Dinge. Das ist mir während der Corona-Krise aufgefallen. Wissen Sie, ich bin selbst ständiger Dozent für mehrere Fächer, unter anderem auch Sprachen. Und mir sind so viele Widersprüche aufgefallen. Ich bin auch ehemaliger Bundeswehrsoldat. Ich habe Pandemieübungen damals mitgemacht. Aber komischerweise von diesen Dingen, die ich bei Pandemieübungen gelernt habe, nicht eine Sache umgesetzt worden. Es waren so viele Dinge. Und ich möchte sagen, Herr Brandenburg, das wissen Sie besser als ich, das Krankenhaussystem, das war lange vor Corona völlig im Arsch, gerade in Berlin. Ich möchte mal als Beispiel das Urban-Krankenhaus in Berlin erwähnen, das kennen Sie sicherlich. Mein Vater hat im Urban-Krankenhaus gearbeitet. Und es gibt das Urban-Krankenhaus so wie früher nicht mehr. Da hat Vivantes zugeschlagen. Vivantes ist auch so ein richtig ekelhafter Konzern. Das muss man einfach sagen. Solche Konzerne gehören auch irgendwo reguliert. Das haben Sie jetzt gesagt. Ich nehme ja auch meine Kappe. Ich hätte lediglich gegen Vivantes ein Urteil erwirken können, was letztlich bestätigt, was Sie gesagt haben. Aber das mehr darf ich dazu jetzt nicht. Entschuldigung, ja. Alles gut. Ich weiß ja, wir leben ja in Zeiten, wo man aufpassen muss, was man sagt und wie man es formuliert. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich sag mal so, ich denke einfach, dass fundamentale Dinge in diesem Land wirklich von Fachleuten übernommen werden müssen. Und dazu gehört auch ein Gesundheitswesen. Ein Salzphobiker ist kein geeigneter Fachmann, um eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. Und da traue ich Herrn Sichert deutlich mehr zu. Er argumentiert fachlich sauber. Ich kann seine Argumente nachvollziehen. Ich habe den Eindruck, dass er nicht geistig retardiert ist wie Herr Lauterbach. Und ja, ich möchte einfach sagen, ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein Hybridmodell kriegen. Ich würde mir einfach vielleicht auch wünschen, dass der Krankenkassenbeitrag gar nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird, sondern dass ich mir als Arbeitnehmer den Betrag voll auszahlen lassen kann und dann bestimmen kann, was für eine Art Versorgung möchte ich haben. Merkt, konkretisieren wir es doch bitte. Was stellen Sie sich bei diesem Hybridmodell genau vor, dass wir Herrn Sichert darauf festnageln können? Wie soll dieses Hybridmodell aussehen? Es gibt es gibt eine Bemessungsgrenze. Bis dahin muss die Grundversorgung, die muss jeder bezahlen. Alles, was darüber hinausgeht, gemessen am Einkommen, muss jeder dann selbst bezahlen. So. Das heißt, eine Grundversorgung in der die Versicherung hat eine Grundversorgung und darüber hinaus muss man dann selber bezahlen. So stellen Sie sich das vor.
das denke ich, ist das einzig tragfähige Modell. Weil wenn wir immer mehr Bevölkerung kriegen, es ist doch klar, dass die Sozialsysteme irgendwann kollabieren werden. Dazu muss man kein Genie sein. Hat die AfD dazu eine Position gesichert? Also unsere Position ist tatsächlich, dass wir sagen, wir wollen uns das ganze System im Gesamten müssen wir reformieren. Mhm. Und wir müssen mal müssen analysieren, und diese Analysen sind wir in der Tiefe so noch nicht gefahren, weil es einfach unglaublich viele, also wir reden ja jetzt hier aber auch ganz, ganz viele Aspekte, weil wir unglaublich viele Aspekte in diesem ganzen Gesundheitssystem haben, wo wir schauen können, was wir finanzieren können. Wir möchten ein möglichst gutes Gesundheitssystem haben. Und ja, ich befürchte fast, dass der Merz tatsächlich recht hat, dass wir über mittel- und langfristig wahrscheinlich nicht davon wegkommen, dass wir ein System haben, wo wir eine Grundversorgung haben, aber die muss jedem auch zur Verfügung stehen. Also die muss jedem zur Verfügung stehen. Genau. Eine vernünftige Grundversorgung. Und dann on top, es gibt jetzt in etlichen Bereichen gibt es ja so Geschichten schon. Ich sage jetzt mal beispielsweise die Chefarztbehandlung, die ich mir extra versichern kann. Die Zahnzusatzversicherung, die ich extra abschließen kann und so weiter und so fort. Es gibt es ja in bestimmten Bereichen schon. Da muss einfach geguckt werden, was da gemacht wird. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal an das System ran. Vielleicht müssen wir, das wäre meine Hoffnung tatsächlich, dass wir so weit nicht rangehen, weil wir aus verschiedenen anderen Bereichen so deutliche Einsparungen fahren können, die wir im Gesundheitsbereich dann investieren können. Eine fromme Hoffnung, aber ich muss Ihnen sagen, als jemand aus diesem System, ich glaube es eher nicht. Aber Merz, wir haben es zumindest geschafft. Wir haben von einem Politiker einmal gehört, wir wissen es nicht ganz als Partei. Wir geben zu, da fehlt die Position noch. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als Arzt ist die einzig seriöse Antwort, denn wer behauptet, er hat das geregelt, der kennt das Gesundheitssystem nicht. Ich danke Ihnen, Merz, für diese guten Fragen dazu. Wir werden dann sehen, wie ehrlich das war. Das muss er dann am Ende beweisen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine offene Antwort. Dafür herzlichen Dank. Merz, vielen Dank für Ihren Anruf und für die klaren Vielen Dank. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, solange wir etwas Zeit haben, noch Heidrun doch noch ranzunehmen, die schon sehr lange wartet. Denn Heidrun sagt, das ist auch eine Unehrlichkeitsproblematik. Die Kassenbeiträge steigen und steigen und steigen immer weiter und man macht uns da etwas Falsches vor, Heidrun. So verstehe ich, was mir hier durchgereicht wurde. Guten Abend. Ja, guten Abend. Richtig, ich habe gar nicht gerechnet, dass ich nochmal drankomme. Ich habe wirklich lange gewartet. Ich wollte schon auflegen. Das ist nur einer meiner Punkte. Die Kassenbeiträge steigen und steigen und steigen. Und als Kassenpatient bist du wirklich der Volldepp. Du kriegst nicht mal eine vernünftige Versorgung. Du kriegst überall das Billigste und nicht unbedingt das Modernste und nicht unbedingt das Beste. Das habe ich gerade jetzt erlebt in der Augenarztpraxis. Also da muss man auch überall noch dazu zahlen. IGL-Leistungen muss man übernehmen, sonst kriegst du gar keinen Termin. Lauter solche Sachen. Und das ist das eine. Und dass unsere Krankenkassen so marode sind, das läuft ja schon länger. Das Geld reicht ja schon lange vorne und hinten nicht. Es werden aber auch ständig Leistungen bezahlt, die nicht geregelt sind über die Beitragszahler. Also ich meine, die Beitragszahler sind die einzigen, die einen Anspruch haben drauf normalerweise. Und es werden ständig fremde Leistungen aus der Kasse rausgezogen. Was meinen Sie konkret, Herr Drun? Ich meine zum Beispiel die ganzen Migranten, die hier Vollversorgung haben bei uns. Da hat niemand was bezahlt, wird auch keiner was bezahlen in Zukunft oder viele nicht. Das meine ich auch. Also dann gab es diese, es dürfen nur Leute Leistungen beziehen, die auch Beiträge zahlen. Klare Position. Und dazu hat er sicher schon gesagt, das ist die Position seiner Partei, denke ich. Da gibt es dann zwischen Ihnen... Also wir müssen da schon ein bisschen Unterschied machen, weil wir haben ja natürlich auch Leute, die hier im Land nie Leistungen, also nie was gezahlt haben, wahrscheinlich auch nie was zahlen können, die aber beispielsweise auf elementare Leistungen, und ich glaube, die hat Heidrun auch rausgenommen, also beispielsweise schwerbehinderte Menschen oder sowas, müssen natürlich weiter versorgt werden und sowas. Aber wir haben natürlich tatsächlich, wir haben eine Zuwanderung hier in ein Sozialsystem, wo Leistungen deutlich in Anspruch genommen werden auch. Und sogar, wo die Leute teilweise die Ausländer präferiert werden, weil die nicht in die Budgetierung reinfallen. Das ist so. Und das ist ein Problem. In der Tat so. Heidrun, meinen Sie denn, wenn dieser Anteil nicht mehr da wäre, glauben Sie, dass das eine systematische Änderung an unserem Krankenhaus, oder Krankenkassenfinanzierung dann bedeuten würde? Denn ich fürchte ja, die Zahlen sehen etwas anders aus, oder? Selbst wenn wir die alle ausrechnen würden. Das ist schon richtig. Es ist ja systematisch das ganze System auch zerstört worden jetzt. Wenn ich mir vorstelle, was jetzt Geld zum Fenster rausgeschmissen wurde für sinnlose Tests, für diese Impfungen, die keine Impfungen sind, das weiß ich mittlerweile ja auch, und lauter so Sachen und die ganzen Nebenwirkungen, wer soll das alles noch bezahlen? Es wird viel zu viel aus den Kassen rausgenommen, was im Grunde gar nicht da reingehört. Wenn ich mir vorstelle, was hier alles an, auch die Krankenkassen selber, was die auch in dem Moment, wo die mehr Leistungen bekommen haben, wo die Krankenkassenbeiträge erhöht wurden, haben sie sich doch gleich mal die Vorstandsgehälter erhöht. Wofür würden Sie plädieren, Heidrun? Was muss man da anpacken, jetzt abgesehen von den sachfremden Leistungen raus? Haben Sie einen Wunsch, wo Sie gerne ansetzen würden? Ich
möchte einfach gern mehr Ehrlichkeit. Ich möchte die Dinge korrekt berechnet und nachgerechnet haben. Und dann sehen wir weiter. Ich denke, das im Prinzip ist das System ja nicht schlecht. Mhm. Es gibt doch in anderen Ländern gibt es ja auch Krankenversorgung, die funktioniert. Also ich glaube, da hat sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich denke da immer an Dr. Wodak, der hat da ein paar Sachen erzählt, was er da besser machen könnte. Es gibt ja Fachleute, die genau wissen, wo es krankt in unserem System. Okay. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die muss man auch zu Wort kommen lassen. Ich halte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß auch. Ich weiß jetzt auch nicht alles. Ich habe doch zu verschiedenen anderen Themen was zu sagen. Völlig in Ordnung. Heidrun, ich danke Ihnen für die Geduld. Sie haben einige Punkte ja durchaus reingebracht. Herzlichen Dank für die Geduld, fürs Warten und für die Punkte, die Sie damit reingebracht haben. Vielen Dank. Ich konnte jetzt leider nicht alles sagen, aber ich grundsätzlich finde ich Ihre Sendung toll. Ich höre die gerne. Ich freue mich, dass der Herr Sichert da war und ein vernünftiges danke. Gespräch zustande gekommen ist mit einem AfD-Politiker und auch was rausgekommen ist. Das geht sehr gut, als man meint, man kann mit vielen AfD-Politikern vernünftig reden. Das kann ich Ihnen bestätigen. Mit anderen tatsächlich absolut. Auch. Absolut. So, jetzt wollen wir ihn aber zum Thema absolut. Antworten lassen und Sie haben einige Punkte gehört. Genau, also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen hat, dass wir viel mehr Transparenz in dem System brauchen. Mhm. Denn die Transparenz sorgt dafür, dass die Menschen auch nachvollziehen können, was passiert da? Also was passiert mit unseren Beiträgen? Wir sehen es auch gerade jetzt in diesem ganzen Bereich der Corona-Politik. Da haben wir eines der größten Probleme, was wir haben jetzt auch. Man weiß ja bis heute nicht, was alles die Auswirkungen von Corona sind, was genau alles unter Long-Covid fällt, was alles unter Impfnebenwirkungen fällt, was genau durch die Impfung, weil einfach da viel zu wenig dem nachgegangen wird. Und das sehen wir in allen möglichen Bereichen im Gesundheitswesen, dass da viel mehr Transparenz reingehört, viel mehr Durchsichtigkeit. Da, wo wir diese Transparenz und wo wir diese Durchsichtigkeit haben, da kriegen wir auch ein besseres System. Davon bin ich sehr überzeugt. Und wenn ich mir anschaue, beispielsweise, es gibt auf Facebook so eine interessante Seite, wo die Menschen ihr Essen posten, was sie aus dem Krankenhaus oder was sie im Pflegeheim entsprechend da aufgetischt bekommen haben. Klingt gruselig. Ja, tatsächlich, dass es so eine Seite überhaupt gibt. Mhm. Teilweise auch gruselig, was man da zu sehen bekommt. Aber das sorgt immer wieder auch dafür, dass die entsprechenden Heime und die entsprechenden Krankenhäuser dann einen entsprechenden Druck bekommen, dadurch mal für was Besseres zu sorgen. Und da brauchen wir brauchen in vielen Bereichen da mehr Transparenz, dann glaube ich, wird das System auch deutlich besser für die Patienten. Interessanter Punkt. Und den letzten Anruf, von dem wir zu der Gelegenheit noch reinnehmen wollen, spricht etwas an. Nun endlich ein Wunschthema auch von mir. Ich freue mich. Emrain aus Rheinland-Pfalz ruft an und fragt ganz konkret danach, wie hält es denn die AfD? Womit, Emrain? Verraten Sie es uns. Schönen guten Abend. Hallo? Hallo? Sprechen Sie mit mir? Ich spreche mit Ihnen. Ja, ich habe als Namen hier Emrain bekommen. Ich hoffe, das stimmt. Oh nein, mein Name ist Karin. Da hat man sich vertippt, aber man kann es ja nicht wissen. Karin, ich entschuldige mich bei Ihnen. Aus Rheinland-Pfalz stimmt aber hoffentlich. Das stimmt, ja, das genau. Stimmt. Karin, Ihr Stichwort ist ein interessantes. Bitte schießen Sie los. Ja, genau. Also ich meine, einmal wäre noch mal Thema Forschung. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine ganze Sendung. Mich interessiert die Position der AfD zum Thema elektronische Patientenakte. Was mich besonders anpiekst, ist das Thema der Datenweitergabe und das ohne Zustimmung. So wie ich es verstanden habe, können quasi interessierte Parteien sich an die Krankenkassen oder wen auch immer, wo die zentral gesammelt werden, dran wenden und können dann entsprechend Daten abziehen, ohne dass ich es erfahre, ohne dass ich widersprechen kann. Und ich denke mal, wenn wir sagen, my body, my choice, sollte es auch sein, my data, my choice, weil sonst kommen auch große Datenlecks. Oder das kann auch gegen mich verwendet werden. Also das heißt, dass ich vielleicht irgendeine Behandlung mal hatte, mich dann irgendwo bewerbe oder eine Versicherung in Anspruch nehmen möchte, einen Vertrag machen möchte und werde dann deswegen abgelehnt. Deswegen, mir wäre es sehr wichtig zu wissen, was ist da die Position der AfD und wie könnte man das eventuell verhindern oder anders gestalten, denn ich bin nicht gegen Forschung. Ich denke aber, man kann es anders machen. Also dafür braucht man jetzt nicht direkt die Daten von 84 Millionen. Genau, also wir sind ja eine sehr freiheitliche Partei und dementsprechend
gegen solche Möglichkeiten, sag ich mal, solche Daten auszuwerten und zu analysieren, weil ich sage jetzt mal, Sie wollen nicht, dass beispielsweise Ihr Arbeitgeber weiß, was Sie alles so an irgendwelchen Erkrankungen hat. Und ich möchte auch nicht, dass Karl Lauterbach das weiß. Ja, genau. Und dass der Polizist Sie bei der Verkehrskontrolle mitleidig anguckt und sagt, fahren Sie mal weiter, weil ich weiß genau, was Sie jetzt letztlich irgendwie gesundheitlich haben. Also da wollen wir nicht hinkommen und dementsprechend sagen wir von der AfD, dass wir solche entsprechenden Sachen wie die elektronische Patientenakte sehr, sehr kritisch sehen, weil wir einfach Angst haben, dass man damit tief in die Privatsphäre der Menschen hinein Daten holt und zusammensammelt, die dann von Menschen aus allen möglichen Bereichen dann entsprechend genutzt werden. Und ich bin auch beispielsweise heilfroh, dass den elektronischen Personalausweis kaum jemand nutzt, weil das auch so eine Möglichkeit ist, letztlich eine gewisse Datenkrake irgendwo zu haben. Und da müssen wir, also der Datenschutz muss was sein, was wirklich einen hohen Wert hat. Mhm. Wir sehen beispielsweise an Ländern wie China, mit denen so ein Social Scoring System in einigen Bereichen schon haben, wozu sowas auch führen kann, dass man irgendwann sieht, okay, du verhältst dich so und so. Aber wie wollen Sie es verhindern? Fordert Sie oder fordert die AfD ein Recht auf analoges Leben auch im Gesundheitswesen? Das wird ja oft gefordert, zu sagen, ich möchte die Möglichkeit haben. So wie wir ein Recht auf Bargeld haben. So wie wir ein Recht auf Bargeld fordern und sagen, wir wollen nicht, dass das Bargeld komplett abgeschafft wird, wie es andere Parteien wollen, wollen wir, dass den Menschen, die Daten gehören den Menschen und die Menschen müssen die Verantwortung haben. Sowas wie diese elektronische Patientenakte kann man ja optional einführen, kann man sagen, okay, wenn du das machen möchtest, kannst du das gerne machen, aber dann muss man an der Stelle auch ehrlich sein und muss ehrlich über die negativen und die positiven Aspekte, also die Möglichkeiten zum einen aufklären, aber auch über die Gefahren und Risiken aufklären, die das für den Einzelnen mit sich bringt. Und dann kann man es den Menschen anbieten und kann sagen, okay, wenn ihr das haben wollt, dann ja. Aber man sollte sowas nicht verpflichtend für jeden machen, nein. Das ist eine klare Aussage. Ja, Karin, wir werden sehen, ob es dann da so zu kommt, wenn die AfD den Gesundheitsminister stellt. Jetzt legt er sich fest und sagt, es muss optional bleiben. Das hört sich gut an. Belassen wir es dabei. Karin, ich danke Ihnen, entschuldige mich nochmal für den Buchstabendreher, den Vertipper, und wünsche Ihnen einen schönen Abend nach Rheinland-Pfalz. Ja, schönen Abend. Auch die längste Sendezeit geht zu Ende. Ich kann mich nur noch herzlich bedanken, Herr Sichert, für einige spannende Antworten. Wir haben es, glaube ich, geschafft, bei diesem fürchterlich chaotischen Feld der Gesundheitspolitik vielleicht so ein paar Schneisen reinzuräumen. Ich bin sehr gespannt, was davon tatsächlich in die Realität kommt, wenn es denn mal die AfD irgendwann trifft oder sie an die Regierung kommt oder an andere Gestaltungsmöglichkeiten. Herzlichen Dank Ihnen für die Zeit und die Antworten. Herzlichen Dank Ihnen da draußen fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war Paul Brandenburg live, präsentiert von Hitzegrad, Ihr BAF-Experte im Netz unter zobedarf-hitzegrad.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Woche.